Ja, vielen Dank, Christian Römer. Vielen Dank an die Böll-Stiftung, die wieder ein wunderbarer Kooperationspartner ist. Danke natürlich an Manuel Rivera, der das mit möglich gemacht hat, dass wir hier alle zusammenkommen heute für das IASS in Potsdam. Danke an die anderen Partner. Sie finden sie alle aufgeführt. Es ist so, dass bei uns tatsächlich ein relativ umfangreiches Dossier zusammengekommen ist mit Arbeiten zum Thema Klima und Ökologie, aber wahrscheinlich doch nicht genug, gemessen daran, dass Autoren wie David Wallace Wells mit Die unbewohnbare Erde sagt, es ist eigentlich das Thema, an diesem Thema darf man überhaupt gar nicht mehr vorbei, es müsste das zentrale Thema unserer Zeit sein. 2015 hat der Theaterwissenschaftler Buzz Kershaw in einer Publikation zum Thema Ökologie und die Künste noch gesagt, das Thema Klimawandel sei sowas wie the elephant in the room, ja, mit diesem schönen englischen Sprichwort, der Elefant im Raum. Alle bemerken ihn, aber keiner will ihn wirklich wahrhaben. Und man weiß auch gar nicht, wann wird er anfangen, irgendwas zu zertrampeln. Im selben Jahr 2015 hat die Deutsche Bühne, das Fachblatt, einen Themenschwerpunkt aufgelegt, grünes Theater. Unter anderem haben sie eine Umfrage an alle Theater versandt. 150 Theater wurden gefragt, wie sie ökologische Themen an ihren Häusern umsetzen, wie sie ökologische Maßnahmen, auch Baumaßnahmen an ihren Häusern realisieren. Sehr, sehr wenige haben sich nur zurückgemeldet, 35, also etwa ein Fünftel der Häuser. Und die auch wohl relativ schmallippig, wenn man den Bericht dann so liest. Also 2015 war noch nicht viel los. Jetzt sind wir im Zuge natürlich von Fridays for Future, im Zuge von Extinction Rebellion, ist das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, wird zum Zentralthema. Und doch würde ich behaupten, ist es so, wie der Theaterwissenschaftler Frank M. Radatz, er ist auch da, in der aktuellen Lettre International schreibt, trotz der Dringlichkeit des Problemzusammenhangs löst das Anthropozän noch keine Erdbeben im symbolischen Feld aus. Wir wollen also heute schauen, ob wir zumindest so etwas wie ein Vorbeben vernehmen. Wir haben am Ende des Abends auch Präsentationen von Pilotprojekten, die in der nächsten Zeit herauskommen werden. Und möglicherweise können wir so ein ganz klein wenig das Trampeln des Elefanten hörbar machen. Wir haben uns dafür eine Dramaturgie der Annäherung überlegt. Es beginnt mit einem Vortrag von Frau Professor Antje Boetius, Meeresbiologin, die ich gleich vorstellen werde, die uns mal einen Einblick gibt in den Stand der Klimakrisendiskussion. Wir wollen dann schon uns langsam in den ästhetischen Bereich hinüberbegeben. Manuel Rivera vom Institut für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam wird Möglichkeiten untersuchen, wie das Theater das Klimathema aufgreifen kann. Und dann gibt es ein einstündiges Podiumsgespräch, das ich moderiere. Und dort wollen wir dann stärker schon auf Möglichkeiten der Theaterpraxis zugehen. Anschließend die Pause und dann die Projektvorstellung von den Künstlerinnen und Künstlern. Ich freue mich sehr, dass den Auftakt des Abends Antje Boetius macht, Meeresbiologin. Sie hat einen Lehrstuhl für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und sie ist seit 2017 Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Das Institut hat auch mit dem Theater schon zusammengearbeitet, da gibt es eine Geschichte, ist in vielen Projekten dabei, hat Expertise beigesteuert. Frau Boetius ist Trägerin des Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft und gerade jetzt auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Sie war selbst auf über 40 Forschungsreisen mit, auf internationalen Forschungsschiffen. Und sie widmet sich eben insbesondere der Auswirkung des anthropozänen Klimawandels auf die Biodiversität in den Meeren. Und sie ist seit 2015 auch Vorsitzende des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog und insofern gewohnt, ihr Thema für eine breite Öffentlichkeit aufzubereiten und nicht nur für ein Fachpublikum. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind, Frau Boetius. Guten Abend. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, weil mir viel an dem Thema liegt. Natürlich auf der einen Seite ganz normal als Mensch, der über die Zukunft nachdenkt und als Forscher und als Augenzeuge, weil ich eben schon seit ich 20 bin in den Polarregionen der Tiefsee und den Weltmeeren unterwegs bin und weil man in dieser Zeit eben diese unglaubliche Veränderung der Erde wahrnehmen kann. Was ich kurz machen möchte, ist auf Basis von simplen Fakten, die über Tausenden von wissenschaftlichen Beobachtungen zusammengetragen sind,
das Thema aufspannen, was uns beschäftigt aus vielen Gründen, auch aus den Fragen, wenn wir von der Klimakrise reden oder wenn wir über Klimaschutz verhandeln, dann schwingen wir von Dystopie in Utopie und zurück. Was davon tut uns gut? Was davon ist richtig und wichtig für die Wissenschaft, für den wissenschaftlichen Dialog, für den gesellschaftlichen Dialog, für die Politik? Das ist ein Dauerbrenner-Thema. Und meine Perspektive hat oft was mit den Zeiträumen zu tun, in denen wir uns bewegen. Deswegen ist das Besondere, mit dem ich anfangen möchte, die reine CO2-Kurve, also das Messen vom Molekül CO2, ein Kohlenstoff, zwei Sauerstoff in der Atmosphäre. Und ein sturer Wissenschaftler des Scripps Institution of Oceanography, Herr Keeling, hat angefangen, beharrlich dieses Molekül zu messen, war am Anfang sauschwer, bis er es kalibriert hat. An sich wollte er beforschen die Saisonalität, also das Zickelzackel des CO2 in der Atmosphäre, weil er rauskriegen wollte, sind das die Pflanzen und der Ozean oder woher kommt dieses Schwanken. Und als er das eine Weile gemacht hat, hat er festgestellt, verdammt nochmal, jedes Jahr ein bisschen mehr davon. Und dann gab es einen riesen Streit, ob der falsch misst, ob der das überhaupt kann. Dann haben viele andere Wissenschaftler angefangen zu messen. Dann haben die gesagt, na, irgendwas ist da, vielleicht auch nicht. Hör mal auf, das ist langweilig, immer das Gleiche zu messen. Und er hat einfach weitergemacht. Und diese Keeling-Kurve, die wird weiter gepflegt von dem Institut, wo ich gelernt habe, dass man mutige Fragen stellen soll als Wissenschaftler. Und jetzt ist aber das Verrückte, dass er dann 1965, zwei Jahre bevor ich geboren bin oder viele von euch wahrscheinlich, also in der Zeit, wo wir zum Mond geflogen sind und darauf Fußspuren gemacht haben und all sowas, da hat Herr Keeling und andere Ozeanographen und Forscher an den amerikanischen Präsidenten Lyndon Baines Johnson geschrieben, das sieht man hier den Text, also durch die industrielle Zivilisation machen wir Menschen gerade das größte geophysikalische Experiment. Wir haben nur wenige Generationen, wenn wir weiter die fossilen Brennstoffe, die eigentlich über 500 Millionen Jahre abgelagert worden sind, dass das Kohlenstoff nicht in der Atmosphäre ist, wenn wir die jetzt verbrennen, dann könnten wir wirklich Schwierigkeiten bekommen in der Zukunft. Also sollte man sofort anfangen, 65, sofort anfangen, darüber nachzudenken, wie wir das wieder wegkriegen, wie wir umsteigen, wie wir eine andere Energiequelle nutzen. Das war 65. Danach, und aus der heute wissen wir, weil die Archive aufgegangen sind von der Ölindustrie, genau die Forscher in der Ölindustrie, die haben es auch geschnallt, das sind alles Geologen, Geowissenschaftler, die die CO2-Konzentration der Erdgeschichte kennen. Also war das Wissen da und dann ist ein Drama passiert, nämlich der Aufstand, also der Industrie und das Bezahlen von den sogenannten Klimaleugnern. Das wissen wir heute alles, weil die Archive da sind, wo man sehen kann, dass dann danach eben es losging, Krieg gegen das Wissen. So, das Verrückte ist also, im Grunde wäre es anders ausgegangen, hätte man ziemlich schnell kapieren können, eigentlich wie beim Ozon und den FCKWs, das so wollen wir nicht weitermachen. Und jetzt haben wir heute messen wir immer weiter. Also jetzt sieht man ja, wo hat er den Brief geschrieben? Hier. Und das ist die CO2-Kurve von uns Menschen auf der ganzen Welt. Also die durchschnittliche CO2-Konzentration der Atmosphäre. Dann gibt es noch andere Parameter, die wir jetzt alle beobachten und jetzt inzwischen bald jährlich berichten. Hier zum Beispiel die Veränderung der globalen Temperatur der Erde. Es hat eine Weile gedauert und gab auch viel Zickelzackel, aber hier haben die Wissenschaftler angefangen, sich Sorgen zu machen. Und das da sind wir jetzt. Das ist unsere globale Temperaturkurve. Das da ist unsere Emission. Also wie viel Gigatonnen CO2 stoßen die Menschen nach wie vor aus, seitdem es anfing, klar zu werden, dass das so nicht geht. 2015 kann man ja hier sehen, große Klimaziele. Sieht fast so aus, als hätten die den CO2-Emissionen beschleunigt. Und dann Meeresspiegelanstieg. Also die ganze Zeit wurde weiter geforscht, berichtet, gemessen. Und ja, wir wissen heute mit ganz vielen Erdsystemparametern, alles verändert sich um das Molekül CO2 und einige andere Moleküle, die aber eben, die man getrost einfach durch CO2 beschreiben kann, mit dem Treibhauseffekt, den können wir bestimmen. Und dann, was viele nicht wissen, gibt es natürlich allein durch die Wärme, durch die Erwärmung einen Meeresspiegelanstieg. Zwei Drittel des Meeresspiegelanstiegs, den jeder heute kennt, kommt alleine durch die Ausdehnung des Wassers durch Erwärmung. Ja? Und dann der Rest kommt durch Gletscherschmelze und Eisschmelze. Und dann machen wir jetzt seit einigen Jahren, seit 10 Jahren noch lauter neue Indikatoren dazu. Wir kümmern uns jetzt nicht mehr nur um den Zustandsbeschreibung der Erde, sondern auch die Konsequenzen für Tier, Pflanze und Mensch. Hier zum Beispiel ein neuer Bericht, Hitzewellenbelastung von Menschen,
wie viele Menschen leiden mehrere Tage lang unter Temperaturen in ihrer Heimat mit einer Außentemperatur von 40 oder 50 Grad. Wir haben jetzt 4 Jahre lang Orte auf der Welt gehabt, die über 50 Grad geklettert sind. Was bedeutet es, ein wissenschaftlicher Augenzeuge zu sein? Es bedeutet also, rauszugehen, ich zum Beispiel im Arktischen Ozean, und dann ist das eine Landschaft, die ich jetzt auch seit 30 Jahren beobachte. Und wenn man als Doktorand gemessen hat und jetzt als Professor wiederkommt, dann kann man in diesen wenigen Jahrzehnten sehen, es hat sich alles verändert. Von einem dicken, fetten arktischen Meereis, mehrere Meter dick, zu ganz dünnem Eis. Während einer Expedition sieht man mehr schwimmende Eisbären als laufende Eisbären. Das Leben unter Wasser, unter dem Eis verändert sich. Man kann all das messen, beschreiben, man kann rauskriegen, was sehr schwer ist. Wie verändert sich auch das Nahrungsnetz? Wie verändert sich der Lebensraum für Wale, Eisbären, Mikroben? Das alles kann man beforschen und vermessen. Man kann das Schmelzen der Gletscherströme, der Rückgang der Gletscher vermessen. Man kann das in den Alpen tun oder auch in Grönland oder in der Antarktis. Man kann das degradieren auch durch Ausbreiten von Algen. Wenn es wärmer wird, wachsen die auf Gletschern und schmelzen von oben noch mit. Der warme Ozean schmelzt die Gletscherzungen von unten. Also alles das können wir, ist wahnsinnig aufwendig, toll. Wir können es beschreiben und wir tun das. Was uns mehr und mehr klar wird als Wissenschaftler ist, dass wir mehr als die reine Beschreibung von Jahr zu Jahr in die Zukunft schauen müssen. Das tun wir mit Simulationen, mit Modellen, mathematischen Modellen, die wir ausbauen, je nachdem, ob wir mechanistische Zusammenhänge beschreiben können. Zum Beispiel jetzt ein Beispiel jetzt aus meiner Forschung, Meereis. Das ist jetzt die Ausbreitung des Meereises. Hier sieht man die Karte des Arktischen Ozeans. Vor 127 Jahren hat Fridtjof Nansen herausgefunden, hier ist kein Kontinent im Arktischen Ozean. Hier der Nordpol ist Tiefsee, da ist ein Eisschild drauf und das Eis treibt in unsere europäischen Gewässer mit Kollateralschäden wie der Titanic, wenn es hier so durchfließt und die Schiffe wissen nicht, wo das Eis ist. Und hier sieht man in den 80er Jahren, 90er Jahren, wie war sommerlich die Eisbedeckung und wie ist sie heute. In 2012 war ich Expeditionsleiterin, das einzige Forschungsschiff, was hier draußen war und dieses bisher größte Meereisminimum vermessen hat. Die Hälfte der Arktis war eisfrei und wir waren in diesem bisschen Eis um den Nordpol herum. So, und seitdem auch wieder ein noch weiterer Rückgang, ein schnellerer Rückgang. Wir analysieren Trends und können jetzt, wenn man den Trend vorausschreibt in die Zukunft, also hier ist Zeit, hier ist Ausdehnung Meereis, jetzt kann ich hier eine Linie durchziehen und bis auf den Nullpunkt rechnen. Wie lange Zeit ist da noch? Alle diese Betrachtungen machen wir und wir versuchen, unseren Erdsystemmodellen beizubringen, die Zustände der Zukunft zu beschreiben, je nachdem, welche Temperaturen, welche CO2-Emissionen, alles das können wir einander umrechnen. Wir können jetzt inzwischen sogar umrechnen, Tonne CO2 in geschmolzene Meereisscholle und dann Meereisscholle, auf der vielleicht eigentlich ein Walross sich ausruhen will oder ein Eisbär. Dann haben wir aber sogenannte Kipppunkte, die wir identifizieren. Das ist sauschwere Forschung, das zu beweisen, dass man einen echten Erdsystem-Kipppunkt hat. Das bedeutet einen Zustand, wo man dann nicht mehr so leicht zurückkommt, in wie es vorher war. Zum Beispiel für uns Biologen, wenn ein Walross seinen Walross-Babys beibringen muss zu jagen und die Babys müssen ab und zu mal schlafen auf der Eisscholle und die Eisscholle war früher mal in der Nähe vom Schelf, wo die leben und dann auf die einmal ist die Eisscholle 500 Kilometer weiter draußen, dann ist das Bad News fürs Walross-Baby. Ist ja klar. Und das ist ein Kippschalter für Arten. Deswegen müssen wir heute leider sagen, auch der Klimawandel ist inzwischen neben Landnutzung, neben Übernutzung der größte Bedrohung für Artenvielfalt geworden. Und ein Fakt, wir wollen hier faktenbasiert reden, ist, jede achte Tier- und Pflanzenart auf der Erde ist gefährdet, auf die eine oder andere Weise. Kippschalter im Erdsystem sind auch ganz wichtig. Hier jetzt mal zum Beispiel, warum wir auch wirklich also als Forscher, nur wenn wir über Fakten reden, Dystopien beschreiben. Wir sind jetzt, das hier ist unsere Menschengeschichte. Ich weiß nicht, wie ihr definiert, was ein Mensch ist, aber wenn wir sagen, vor gut 800.000 Jahren waren wir schon Menschen, dann sieht man, dass wir in einer Zeit gelebt haben oder als Menschen unsere Zivilisation gebaut haben, wo ein recht stabiler, also es gab kleine Eiszeiten, es gab ein bisschen Warmzeit, das war eigentlich so die Bandbreite der natürlichen CO2-Gehalte in der Atmosphäre zwischen 200 und 250. Und da ist das über Hunderttausende von Jahren so hin und her geschwankt. Das Rote ist,
nach der Industrialisierung. Also wir sind schon in einer ganz anderen geologischen Ära. Und wenn wir zurückgehen in der Erdgeschichte, wann war es denn so von selber ohne uns Menschen? Das war vor 3 Millionen Jahren. Da gab es keine Menschen. Und da war es sehr warm und der Meeresspiegel war zig Meter höher. Und jetzt sind wir da schon. Also ist eine Beobachtung von Erdsystemforschern, dass wir vielleicht schon über den Kipppunkt gekommen sind. Aber wir wissen es nicht genau. Das ist wirklich nichts zu wissen. Das ist eine Hypothese. So, hier ist also jetzt erstmal die Beschreibung, wo wir stehen. Jetzt kurz mal zu der Art, wie wir sprechen. Es geht ja nachher auch um den Text und um die Frage, was ist davon Theater und was davon ist jetzt eben eine nüchterne Wissenschaftsbeschreibung. Wir berichten das alles inzwischen immer schneller und zwar in riesigen Räten wie dem Weltklimarat, dem Weltbiodiversitätsrat. Wir schreiben politische Papiere, die werden über Tausende von Beobachtungen, Hunderte von Wissenschaftlern, Gutachtern und so weiter gemainstreamt, sodass wir dann sagen können, wir haben eine Sicherheit, weil zum Beispiel 97% aller Wissenschaftler, die dazu forschen, der Meinung sind, so ist es richtig aufgeschrieben. Das macht man normal nicht in der Wissenschaft, aber wir machen es beim Klima, weil es ja so ein gesellschaftliches Problem ist. Ich nehme jetzt nur mal hier einen Satz raus, wie wir dann schreiben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat die schrumpfende Kryosphäre in der Arktis und in Hochgebirgsregionen zu überwiegend negativen Folgen für Ernährungssicherheit, Wasserressourcen, Wasserqualität, Lebensgrundlagen, Gesundheit und Wohlergehen, Infrastruktur, Verkehr, Tourismus und Erholung sowie für die Kultur menschlicher Gesellschaften geführt, insbesondere für indigene Völker, in Klammern hohes Vertrauen. Das ist jetzt ein wissenschaftlicher Text. Wenn das keine Dystopie ist, dann weiß ich auch nicht. So. Warum, wo stecken wir da und wo müssen wir hin oder wollen wir hin? Wie kommen wir jetzt zu der Utopie, die uns eigentlich gut tut? Also es ist umstritten, ich habe auch darüber gelesen, was ist eigentlich gut für uns Menschen? Können wir besser reagieren, wenn es eine Dystopie gibt oder reagieren wir besser, wenn es eine Utopie gibt? Und eigentlich brauchen wir beides und es gab auch immer schon beides, egal um welches großes gesellschaftliche Menschenproblem es geht. Aber jetzt haben wir eben folgende Situation. Kommen wir alleine raus, wenn uns eigentlich ziemlich gut geht? Also gemessen an der Geschichte der Menschen geht es uns heute besser denn je, wenn man alles zusammen misst, alle Formen von Indikatorik für Wohlstand, außer Ernährungssicherheit, die geht in den letzten paar Jahren wegen des Klimawandels zurück. Wir haben das Problem, dass unsere billigen Rohstoffe, die Brennstoffe, die wir alle nutzen, also unser Energiesystem besteht weltweit immer noch zu 70% aus fossilen Brennstoffen, und davon gibt es so viele, anders als wir in meiner Kinderzeit so gedacht haben, dass wir jetzt überhaupt gar nicht ungesteuert darauf warten können, dass das Wirtschaftssystem von selbst irgendwann mal durch Auslaufen der Ressourcen Erdöl oder Erdgas die Dinge so teuer macht, dass wir aufhören, so viel in die Atmosphäre zu blasen. Das ist ein Fakt, ja, und der erklärt schon so viel, wie was man für eine Politik braucht. Wir haben auch nicht mehr so viel Platz in der Atmosphäre. Das ist das andere faktische Wissen, was man wissen muss, was dazu führt, dass uns Wissenschaftlern auch manchmal jetzt schon Alarmismus vorgeworfen wird, obwohl wir ja nur nüchtern Fakten zusammentragen, die unsere Modelle sagen. Wenn wir uns also, und das haben wir ja, gesamtgesellschaftlich uns geeinigt, wärmer als 2 Grad mehr wollen wir im Durchschnitt nicht haben. Es bedeutet ja in der Arktis schon 6 Grad mehr, dann schmilzt schon unheimlich viel. Mehr wollen wir uns nicht leisten aus Risikogründen. Dann haben wir jetzt noch 800 Gigatonnen Platz in der Atmosphäre, mehr als wir jetzt schon haben. Und dann können wir genau ausrechnen, wie viele Kohlekraftwerke, wie viele Jahre haben wir noch, wie viele Kohlekraftwerke können wir bauen, wie viel Wachstum darf es noch geben. Das ist eine Art der Betrachtung der Zukunft, die neu ist. Also früher hieß es mal, irgendwann ist das und das alle. Heute heißt es, unsere Mülldeponie-Atmosphäre hat nur noch so und so viel Platz. Dann kommt die Frage, na gut, also der Mensch macht schon immer irgendwie was und die Natur ist eigentlich stärker und die rettet den Menschen ja auch immer, weil irgendwas passiert und dann finden wir eine andere Lösung. Dann müssen wir auch hier sagen, Achtung, diese Idee, dass wir immer so weitermachen können, hier nochmal einfach die Kurve von unserem Verbrauch von Energie, was zu CO2-Emissionen führt. Wir sind jetzt bei über 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr angekommen. Ein Deutscher verbraucht sowas wie 12 Tonnen pro Jahr. Der Durchschnitt, den jeder Mensch eigentlich haben dürfte, damit wir bei unter 2 Grad bleiben, ist 2 Tonnen pro Jahr. Als Deutscher klappt das gar nicht. Da kann man alles versuchen, außer Selbstmord, und man kommt nicht auf 2 Tonnen CO2 pro Jahr. Das war jetzt naturwissenschaftlicher Fakt. Entschuldigung. So, und dann kommt jetzt eine unangenehme Wahrheit, die manche Leute nicht wahrhaben wollen. Aber hier sieht man jetzt mal, das ist unsere Energie. Das ist die Veränderung, die wir machen über Landnutzung. Hier unten.
Das ist das, was aus Energie kommt, das Landnutzung. Und wenn wir jetzt Entscheidungen treffen und wenn wir jetzt nur wenige Dinge tun können, damit alle mitkommen und in eine andere Welt kommen, dann brauchen wir uns nicht bis zum Ende der Zeit über, wer isst an welchem Tag was für ein Fleisch oder dies oder das, weil es eigentlich überhaupt nicht mehr die Zukunft bestimmt. Das ist schwer zu schlucken, ich weiß es. Und nachher werfen vielleicht welche Leute mit Hamburger-Patties nach mir oder so. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht wichtig, wie viel gerade jetzt, wie viel Fleisch man genau isst oder nicht. Es ist super wichtig, aus den fossilen Brennstoffen rauszukommen. Das sieht man aus den Mengenverhältnissen. Alles, was wir da rauspusten, davon wird ein Drittel vom Ozean aufgenommen, der davon sauer wird, Hälfte der Korallenriffe erledigt, andere Hälfte hat noch 50 Jahre Zeit, wenn wir so weitermachen. Das Land nimmt auch ein Drittel auf, ungefähr, schwankt aber sehr. Wenn die Wälder brennen, ist es weniger, das ist klar. Alles, was Ozean und Land nicht aufnehmen, geht in die Atmosphäre. Deswegen sagen wir auch faktenbasiert, es ist eben eine Deponie. Und alles, was es nicht aufnimmt, das Land, ist dann eben etwas von diesen 800 Gigatonnen, die wir noch haben. Jetzt komme ich von der Dystopie zur Utopie. Jetzt haben wir uns ja Ziele gesteckt und das ist wirklich wichtig, Ziele zu haben im Leben. Das weiß jeder, dass Ziele haben absolut essentiell ist. Hier ist jetzt unsere Klimazielgeschichte. Das ist eine Utopie, dass wir von unserem Pfad, auf dem wir sind, auf dem wir jetzt seit 65 sind und immer weiter sind, dass wir jetzt auf einmal eine neue Gesellschaft haben in ungefähr 10 bis 20 Jahren, die dann aufhört, CO2 zu verbrauchen. Und das muss man begreifen, das ist international vereinbart. Ganz viele Länder, fast alle haben es unterschrieben und haben genau ihren Beitrag bestimmt, auch Deutschland. So, das ist jetzt hier gewesen, 2015. Und der rote Punkt zeigt, wo wir seitdem weitergelaufen sind. Und jetzt kommt wieder was auch schwer zu verdauendes. Wir haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall eine Welt, in der es über 3 Grad im Durchschnitt wird, weil ja dann die Arktis ganz abschmilzt, die Gletscher, der Meeresspiegel und all das wollen wir überhaupt nicht. Die Korallenriffe weg sind, will kein Mensch. Ich habe noch nie einen getroffen, der keinen Korallenriff haben will. Noch nie. Aber wir sind eben auf dem Pfad und das da ist der Pfad, den wir uns geschwört haben. So, wir haben uns alle, also die Menschheit hat gesagt, oh Mann, da wollen wir nicht hin. Wir wollen, das ist unser Ziel. Und wenn man jetzt diesen Pfad anguckt, dann versteht man, warum Kinder heute sagen, how dare you? Weil 2020, also nächstes Jahr, ist die Wende, wo wir alle schlau sind und auf einmal keine fossilen Brennstoffe mehr verbrauchen. Fakt Nummer 2, CO2 ist leider nicht wie Methan, dass es ganz schnell weggeht. Wenn von dem CO2, was wir emittieren, bleibt 20-30%, 100 bis 1000 Jahre. Das wird nie diskutiert im politischen Raum, aber das ist Erdsystemfakt. Weil der Ozean auch immer wieder was zurückgibt und so weiter, die Erde auch. Also das ist das andere Problem. Und das ist also unsere Utopie. Wir haben Ziele. Wir kommen jetzt gleich zum Ende. Zum Beispiel Deutschland. Deutschland hat sich auch anständige Ziele gesetzt. Deutschland trägt derzeit 2% zur globalen Emission von diesen 40 Gigatonnen zu. Sollte eigentlich nur eine Tonne. Und wir haben jetzt diese Ziele, die sind politisch unterschrieben, stehen im Koalitionsvertrag. Wir Bürger können sie einfordern. Aber wir kommen da nicht ran. Wir kommen nicht in 2020 ran, jetzt versuchen wir mal 2030. Wenn wir in 2030 es nicht geschafft haben, zahlen wir 60 Milliarden Euro an die EU, wenn die EU das Geld haben will. Aber da so viele Länder versagen, kann es gut sein, dass es wie in 2020 ausgeht, dass eigentlich auch niemand das Geld haben will, weil dann müssten alle zahlen und das will ja keiner. Also es ist echt schwer, die Utopie zu erreichen, Schritte zu machen, dass man in diese Welt kommt. Dann kommt noch das letzte Drama, bevor ich dann alles zusammenfasse dazu. Im politischen Raum, wir sind immer noch bei Fakten, also ich habe jetzt hier nichts erfunden, das sind alles Messdaten und das steht alles in den Berichten drin. Wir haben ein Thema, das ist absolut wichtig zu begreifen. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es ganz spät begriffen, nachdem ich die Berichte gelesen habe, die alle online sind und wirklich alles gelesen habe. Und zwar, weil das CO2 so lange da draußen bleibt, kann man ja auch rechnen, welches Land trägt eigentlich wirklich wie viel der CO2-Last. Also wie viel Korallenriff hat eigentlich Deutschland zu verantworten? Das kann man rechnen und das ist hier in dieser fantastischen Grafik drin. Hier ist die Zeitachse. Hier ist jetzt China, auf das alle mit Fingern zeigen und sagen, verdammt nochmal, die Chinesen, die wollen auch so leben wie wir, die Schweine. Das geht nicht, weil China spielt erstmal überhaupt keine Rolle und das wissen natürlich die chinesischen Wissenschaftler auch ganz genau. Also wenn man jetzt versucht, und ich war gerade in China bei der chinesischen Akademie, die wissen ganz genau die Datenlage. Es ist noch lange
bis China überhaupt eine Rolle in CO2-Emissionen spielt, die Europa gespielt hat. Das da ist Europa. Ja? USA ist auch nicht so wie Europa, aber kommt langsam dahin. In Europa spielt Deutschland eine riesige Rolle schon immer. Wir haben also eine Klimaschuld. Und das ist der andere Teil des Dramas, dass wir eigentlich ganz klar politisch verantwortlich zu machen sind für das, was wir jetzt dann bieten müssen, nämlich Lösungen. Wir müssen jetzt Lösungen finden für das ganze CO2 in der Atmosphäre. Und sei es, dass wir halt unsere Ingenieure die besten CO2-Filter oder fantastisch gute Storage Underground erfinden und, mit China in einen Handel kommen oder das sogar bezahlen, weil China wird 26 riesige Verstromungskohlekraftwerke bauen müssen. Und die machen die 800 Gigatonnen, die wir noch haben. So sehen die Fakten aus. So, die Akademie, Nationalakademie, die schreibt, wir haben eine Stellungnahme, eine recht politische, was wir normalerweise nicht so tun als Akademie, geschrieben und nochmal auf diese Klimaziele verwiesen. Und hier diese wunderschöne Utopie, die jeder in den Mund nimmt, auch unsere Klimakanzlerin, alle 2050 netto null. Aber wir sind auf einem anderen Pfad. Und das ist meine Frage, die ich an euch alle habe. Was passiert mit einem, wenn man in der Utopie spricht, aber in der Dystopie handelt? Ist das ein Teil der Geschichte der Spaltung der Gesellschaft? Also mal ein Beispiel. Wir haben ein Ziel in Deutschland unterschrieben. Bis 2020 ist der gute Umweltzustand für alle europäischen Meere zu erreichen, haben uns verpflichtet. Es ist schlimmer denn je in allen Indikatoren für den guten Umweltzustand in der Nordsee und der Ostsee. Der Entwicklungsminister Gerd Müller war gerade, ich konnte leider nicht mit, in Norwegen, hat dort auf der Konferenz als Minister für seine Partei CSU so etwas gesagt wie: Unsere Meere stehen kurz vor dem Kollaps. Verschmutzung, Plastikmüll und so weiter gefährden das Leben in den Meeren und an den Küsten. Also es mangelt ja gar nicht an Verständnis für die Dystopie. Außerdem benutzt die Politik sie oft ja auch selber, nicht nur die Wissenschaft. Und deswegen investiert Deutschland 25 Millionen Euro in die Blue Action Fund zur Auswertung, Weitung der Meeresschutzgebiete. Das bedeutet also, da ist diese ganze Spannung da. Und die Nachhaltigkeitsziele für 2030, Manuel wird wahrscheinlich nachher noch etwas dazu sagen, sind auch solche tollen Utopien. 2030, keine Armut, Zero Hunger, gesunde Meere und so weiter und so fort. Wir haben diese Ziele vor, ernsthaft. Also es arbeiten wirklich ganz viele Menschen, auch Industrie. Ich war bei den Vereinten Nationen, da stehen Räder mit großen Tankern, auch die Tränen in den Augen, wenn ich den Korallenriffbilder zeige. Und die wollen, dass die Schiffe keinen Verbrennungsmotor mehr haben, wirklich. Sind nicht unsere Feinde, die Industrie. Aber wie zum Teufel soll man da hinkommen? Und da höre ich jetzt auf. Die große Frage ist jetzt eben, ist das ist Drama. Und dieses Drama, vielleicht ist die beste theatralische Annäherung die Komödie, das Kabarett. Die Zukunft war früher auch besser, das stimmt. Und mit diesen Zielen, die wir uns vornehmen, dem Unterschreiben, dem Wiederholen von Zielen, die unerreichbar sind, was ich für ein riesiges Problem halte, aber das ist meine Meinung, das beforsche ich nicht, da habe ich neulich mal wieder Karl Valentins tollen Spruch zur Wissenschaft: Wissen Sie schon, dass man ein weiches Ei nicht als Zahnstocher benutzen soll? Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Boetius. Wie Christian Römer schon sagte, wir wollen die Fragen tatsächlich in den informellen Teil am Ende des ganzen Abends eigentlich verlegen. Frau Boetius wird aber gleich beim Podiumsgespräch dabei sein, da also noch weitere Ausführungen machen können. Jetzt gehen wir direkt rüber, eben zu der Frage nach Nachhaltigkeit als Bühnenvorgang, Klimakrise als Bühnenvorgang. Also wie sind denn jetzt nur solche Erkenntnisse darstellbar? Dafür begrüße ich den Mitorganisator dieser Veranstaltung, Manuel Rivera, vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Er ist dort Forschungsgruppenleiter für das Projekt Narrative und Bilder der Nachhaltigkeit. Er hat promoviert in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, und zwar mit einer Studie über Theater als politische Öffentlichkeit. Mhm. Also sehr themennah bei uns. Er war, bevor er zum IASS kam, unter anderem Referent der Geschäftsstelle des Rates für nachhaltige Entwicklung hier in Berlin. Und er war Schauspieler in Rostock und Heilbronn. Wir begrüßen Manuel Rivera.
Ja, und jetzt muss ich gleich damit enttäuschen, dass ich weder Bilder zeige noch performe, sondern einfach wirklich schnöde einen Text ablese. Der Hauptgrund für mich ist immer, dass ich dann besser die Zeit kontrollieren kann. Also ich stehe jetzt hier als Vertreter eines Instituts, was die nachhaltige Entwicklung nicht nur im Namen trägt, sondern ihr als Leitbild auch natürlich verpflichtet ist. Und mit nachhaltiger Entwicklung ist ja ein sehr widersprüchlicher, aber auch fruchtbarer und einflussreicher, aber auch gewissermaßen ohnmächtiger Diskurs bezeichnet, der sich in seiner modernen Form in den 70er und 80er Jahren formiert hat und für unser Thema hier einschlägig unter anderem die Klimarahmenkonvention von 1992 und das Pariser Abkommen von 2015 mitermöglicht hat. Und bei dieser nachhaltigen Entwicklung geht es ja erstmal um mehr als Umwelt- oder Naturschutz. Frau Boetius hat die SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele, schon gezeigt und auch mehr um als die Abwehr des ökologischen Zusammenbruchs per se. Es geht vielmehr um die Versöhnung solchen Schutzes und solcher Abwehr mit dem Weiterdenken von Aktivität, auch wirtschaftlicher, und mit globaler Fairness. Dies hervorzuheben ist angesichts von Gefahrenbegriffen wie Klimakrise, Klimakatastrophe oder Klimanotstand, Climate Emergency, nicht müßig, denn indem solche Begriffe auf Gefahrenabwehr und damit letztlich auf einen Zustand von Stabilität, von Sicherheit zielen, lassen Sie natürlich zunächst offen, wessen Sicherheit ins Auge gefasst wird und wer die Verantwortung dafür trägt. Um auf diese letztlich entscheidenden Fragen zu antworten, brauchen wir einen größeren konzeptuellen Rahmen, und den liefert das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, indem es als grundlegende Ziele neben einer langfristigen Sicherung der menschlichen Existenz auch die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials sowie die global gerechte Bewahrung und Verteilung von Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten ins Auge fasst. Damit wären dann andere denkbare Antworten auf die ökologische Krise, zum Beispiel die Abschirmung nur von bestimmten Regionen und Gruppen auf Kosten anderer oder auch eine zwangsverordnete Regression normativ aufgeschlossen. Also Nachhaltigkeit ist durchaus nicht, dass man einfach die Hälfte der Menschheit tötet. Nachhaltige Entwicklung nimmt also immer schon und immer wieder auf drei Grundwerte Bezug, und nämlich außerdem auf den bereits erwähnten der Sicherheit bzw. des Schutzes vor Gefahr, auch auf jenen der vorwiegend technologisch verstandenen, jedoch fundamentaler als Neuerfindung und Weiterbewegung zu fassenden der Innovation, sowie schließlich und wichtigstens vielleicht auf den der Gerechtigkeit. Diese drei Grundwerte, Schutz, Innovation und Gerechtigkeit, können argumentativ durchaus zu einigermaßen kohärenten politischen Meta-Erzählungen verknüpft werden, zum Beispiel sowohl jene des sogenannten grünen Wachstums oder die des inklusiven Wachstums sind prominente Beispiele davor. Für ihnen zufolge benötigen wir massive technologische oder auch politisch-institutionelle Innovationen, um einerseits das Bedürfnis weiter Teile der Menschheit nach einem Lebensstandard zu erfüllen, der ihnen vom globalen Norden bisher vorgelebt und vorenthalten wurde. Andererseits dabei aber die planetaren Grenzen, von denen Frau Boetius ja jetzt auch hier ein bisschen gesprochen hat, nicht zu überschreiten. Es gibt im Rahmen des Diskurses nachhaltiger Entwicklung aber noch ganz andere Meta-Erzählungen, darunter auch wachstumskritische. Ich kann jetzt im Rahmen dieses Vortrags nicht auf die alle eingehen. In meinen diskursanalytischen Projekten am ISS geht es eigentlich meistens darum, zu identifizieren, wie solche Meta-Narrative sich in wirkmächtige politische Sprache übersetzen lassen oder nicht und wie dabei die Verbindung von lokalen Kämpfen zur globalen Problemlage aufrechterhalten werden kann. Eine wirkmächtige politische Sprache nenne ich eine solche, die menschliches Handeln evoziert und plausibel macht, und auch auf die Künste und im Speziellen auf das Theater möchte ich von dieser Warte des Interesses an Agency, an Globalität der Perspektive und an den genannten drei verschiedenen Grundwerten hier ein Licht werfen. Die Künste haben es ja zunächst oft nicht ausschließlich mit einer Art viertem Grundwert, könnte man sagen, zu tun, der bei politischen Diskursen wie dem der nachhaltigen Entwicklung gewissermaßen als Prämisse vor die Klammer gezogen ist oder im toten Winkel der Betrachtung liegt, nämlich mit dem, was man das gute Leben, die Selbstentfaltung, die existenzielle Selbstvergewisserung vielleicht auch nennen könnte, und was im Nachhaltigkeitszusammenhang, also auch dem der Klimakrise, das ist, was geschützt, verändert oder eben durch gerecht verteilte Chancen ermöglicht werden soll. Der Bezugs- oder Brennpunkt dieses Wertes ist in modernen kulturellen Öffentlichkeiten meist das Individuum, und zwar im Singular. Individuelle Reaktionsfähigkeiten und Grenzerfahrungen, individuelles Empfinden und individuelle Ethik sind es, die angesprochen, problematisiert und auch dargestellt werden. Sofern Gesellschaft, sofern Welt thematisch wird, geschieht es fast immer durch dieses Brennglas. Für Künste, die Menschen und ihre Regungen dar- oder vorstellen,
gilt dies in noch gesteigertem Maße. Empathie, wörtlicher die Fähigkeit zum Mitleiden, bildet und erneuert sich an individuellen Situationen. Von zugemessenen Schmerzen trägt die Welt die kleinere Last, der Einzelne die große. Dieser Vers Gerhard Hauptmanns bringt das ästhetisch wahrscheinlich nur schwer zu hintergehende Faktum auf den Punkt. Der Mensch erscheint im Licht der Kunst als verletzlich, als exponiert, gegebenenfalls auch, wenn man es ins Ethische wenden will, als schutzbedürftig. Der Weg zum Motiv der Sicherheit, wie ich es eingangs kurz angerissen habe, ist hier nicht allzu weit. Menschen, die vermehrten Stürmen, Fluten und Missernten, schrumpfenden Fischbeständen, zunehmender Wüstenbildung und so weiter schutzlos ausgesetzt sind. Und dies sind wohlgemerkt oft besonders die ohnehin schon Benachteiligten der Weltgesellschaft beziehungsweise die jedes einzelnen betroffenen Landes, gehören als Opfer des Klimawandels, als diejenigen, die dem globalen Stabilitätsbruch als lokaler Gefahr ins Auge sehen müssen, gewiss zu den prädestinierten Protagonisten theatraler, genauer sollte ich hier wohl sagen, dramatischer Präsentation. Ihr Anspruch auf existenzielle Sicherheit und ihr Schutzbedürfnis zusammen mit den Dynamiken der Überwältigung und der Konfrontation, die durch die Verletzung solchen Anspruchs und solchen Bedürfnisses begründet werden, bilden meines Erachtens einen geradezu klassischen Attraktor für die erzählerische und auch die dramatische Fantasie. Dabei ist es natürlich freilich erstens für eine Kunst, die ihren Ursprung und ihre Präsenz vor allem in mitteleuropäischen, von der ökologischen Krise in elementaren Hinsichten wie Nahrungsmittel und Wasserversorgung, Erosion und Überflutung zunächst leidlich noch abgeschirmten Lebenswelten hat, unumgänglich, dass sie sich, wie man am Gorki-Theater derzeit sagt, deheimatisiert oder, wie ich vielleicht es eher sagen würde, deprovinzialisiert. Ich denke, dass dieser Trend, wenn auch bisher nicht primär auf sozial-ökologische Aspekte bezogen, im deutschsprachigen Theater der Gegenwart bereits eingesetzt hat, unter anderem durch den Einbezug internationaler, dokumentarischer und poetischer Quellen für die Aufführungstexte sowie durch migrantisch bereicherte Teams und Ensembles in der Theaterarbeit. Solche Anstrengungen zu einer politischen Globalisierung des Sprechtheaters ohne die Nachhaltigkeit als Suche nach neuen globalen Entwicklungspfaden und als Bereitschaft zu internationaler Solidarität und Kooperation wohl nicht zu haben ist, würde allerdings falsch verstanden, wenn man sie verwechselte mit einer bloßen Zunahme internationaler Kooperationen und Festivals, für die der sprachlich ungebundene Musikbetrieb oder der anglisierte Wissenschaftsbetrieb sicherlich eher fragwürdige Idealtypen abgeben. Denn das Übersetzen im wörtlichen und im übertragenen Sinne, der Brückenschlag zum anderen, als Hineinholen und Neudeuten aus der je eigenen lokalen Lebenswelt heraus, das ist ja die Pointe von Empathie, von der ich vorhin sprach. Und wenn es nicht im bloßen Gefühlstourismus versanden soll, in einer ja letztlich kostenlosen fernsten Liebe, bedarf das Mitleiden mit denen, die ich nicht kenne, einer permanenten Dialektik zwischen Fremd und Eigen. Und hierfür bedürfen deutsche Bühnen der Kenntnisnahme überseeischer Geschehnisse und Gestaltungstraditionen, aber eben auch ihrer Umwandlung in hiesige und dann eben doch auch lokal gefärbte Texte und Formen. Zweitens sind Klimageschichten natürlich nicht nur Opfer- oder Leidensgeschichten. Schmerzen werden bekanntlich nicht nur erlitten, sondern auch zugefügt. Für die Bühne, aber auch für die politische Öffentlichkeit in einer des intentional gerichteten Handels mehr denn je bedürftigen Klimakrise liegt hier der springende Punkt. Dabei bin ich im Unterschied zu Tobias Rausch, der ja hier nachher auf dem Podium sitzen wird und der seine instruktiven Überlegungen zu Staging Nature im Vorfeld dieser Veranstaltung am IASS vorgestellt und auch auf Nachtkritik veröffentlicht hat, nicht unbedingt der Ansicht, dass in erster Linie die Naturphänomene selbst es sind, der Tornado, der Bergsturz, das Hochwasser, die nichtmenschlichen Mitgeschöpfe, deren Repräsentation die zentrale Herausforderung für uns darstellt. Zwar möchte ich weder die Notwendigkeit eines fundamentalen Kulturwandels in den westlichen Naturverhältnissen abstreiten, noch auch die künstlerische Fruchtbarkeit entsprechender durch zum Beispiel Bruno Latour oder Donna Haraway und andere angesichts des Anthropozäns entwickelter sozialphilosophischer Perspektiven. Gerade in den bildenden Künsten zeigt sich diese Fruchtbarkeit ja bereits seit Jahrzehnten. Und noch weiter zurückblickend kann man argumentieren, dass bereits im Europa der industriellen Revolution wichtige künstlerische Strömungen, allen voran in der Lyrik und in der Malerei, eine Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse zum Ausdruck gebracht haben. Die Herausforderung, indes auf die auch diese Künste damals nicht adäquat reagiert haben, meiner Meinung nach, und auf die das Theater heute sehr schwer reagieren kann, besteht nicht so sehr in der Phänomenalität von nichtmenschlicher Natur als solcher, sondern in der Komplexität von Handlungszusammenhängen, die den Horizont der Lebenswelt, und zwar jeder Lebenswelt, weit übersteigen. Damit ist natürlich auch die Komplexität des
Erdsystems gemeint, dessen Dynamik ja, dessen Existenz ja eigentlich nur durch diese hochaggregierten wissenschaftlichen Modelle und abstrakten Parameter, wie zum Beispiel die globale Durchschnittserwärmung von jetzt ungefähr 1,1 Grad Celsius über präindustriellem Niveau oder die Veränderung des pH-Werts der Ozeane von ursprünglich vielleicht sowas wie 8,3 bis jetzt, weiß ich nicht, 8,1 beschrieben werden kann. Wenn wir dem gegenüber ein durch erdsystemische Veränderungen wie den Klimawandel mit induziertes lokales Phänomen betrachten und beschreiben, zum Beispiel den Kampf srilankischer Dorfbewohner mit angesichts des knapper werdenden Wassers zunehmend aggressiven Elefanten, dann besteht das primäre epistemische Problem für mich nicht in der Darstellung der Elefanten und auch nicht in der des Wetters, des Bodens oder des Wassers, sondern es besteht in der Tatsache, dass die, die den lokalen Wassermangel erleiden und auf ihn reagieren, räumlich und intentional unverbunden sind mit jenen, die ihn verursachen. Keine Darstellung jenes Kampfes an sich, und sei sie auch noch so gelungen, wird daher dem Klimawandel als komplexem Phänomen gegenüber adäquat sein, wenn die Leserin oder der Zuschauer nicht die Fähigkeit und die notwendigen Informationen zu einer kausalen Verknüpfung mit dem jeweils nicht Dargestellten von anderswoher mitbringt. Die entsprechenden kognitiven Vorleistungen wird dem Publikum keine noch so einfallsreich, episodische, polyphone oder sonst wie experimentell angereicherte Darstellungskunst abnehmen können. Diese eingeschränkte Fähigkeit zum Umgang mit systemischer Komplexität, also mit kausalen Verknüpfungen von oft nicht einmal beabsichtigten Handlungsfolgen, im Gegensatz statt der Koordination von Handlungsverständnissen, ist aber ein Problem nicht erst im Umgang mit dem Erdsystem, sondern bereits sozusagen in der Moderne immer schon mit einer ausdifferenzierten, arbeitsteiligen und medialisierten Weltgesellschaft. In diesem Sinne unterscheidet sich die ästhetische Herausforderung durch den Klimawandel nicht von jenen durch Kolonialismus oder Neokolonialismus und Kapitalismus, Weltfinanz- und Welthandelssystem, Verstädterungsprozesse oder demografische Trends. Alle diese gesellschaftlichen Phänomene involvieren zwar das Handeln und die Akteure, übersteigen sie aber auch. Zu glauben, dass Theater ihnen in diesem Übersteigen folgen kann, dafür sehe ich zumindest aus der historischen Erfahrung heraus erstmal keinen Anlass. Suchen wir etwa in der um menschliches Handeln zentrierten Kunst im Europa des 19. Jahrhunderts, was ja den großen Globalisierungsschub und übrigens auch den Anstieg der CO2-Emissionen bereits erlebt hat, nach einer auch nur einigermaßen angemessenen Reaktion auf die großen ökonomisch-systemischen Umbrüche der Zeit, so würde ich allenfalls bei Balzac landen, für den die Menschen erklärtermaßen nur das Lackmuspapier waren, das rot oder blau auf übergreifende Mächte reagiert und der den dramatischen Charakter für unfähig erklärte, wirkliche menschliche Schicksale zu reflektieren. Nur höchst bedingt landen wir beim sogenannten Tendenztheater oder beim Naturalismus jener Zeit. Und viele im Rückblick entscheidende Trends der Epoche, etwa die imperialistischen Bestrebungen der europäischen Nationalstaaten oder ihr Wettrüsten, wurden zwar von aufmerksamen und politisch wachsamen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen durchaus registriert, haben jedoch in der dramatischen Produktion meines Erachtens kaum einen Niederschlag gefunden. Und auch später, etwa bei dem zumindest der Absicht nach an gesellschaftlicher Komplexität und einem Transzendieren des Einzelnen und der Situation orientierten Theater, dem Bertolt Brechts, glaube ich nicht, dass eine Wirkung in erster Linie im Plastischwerden systemischer Zusammenhänge gelegen hätte. Die heilige Johanna der Schlachthöfe und die Mutter Courage funktionieren als Stücke, die individuelles Versagen kritisieren einerseits und als Tragödien über die Grenzen des individuellen Handelns informieren andererseits. Aber dass hingegen aus ihrer Anschauung Menschen wirklich besser verstanden hätten, wie Finanzspekulation funktioniert in der Johanna oder welche systemischen Dynamiken ein Krieg entfaltet, sei es der 30-Jährige, der die Kulisse der Courage bildete oder der Zweite Weltkrieg, auf den sie zielte, das wage ich zu bezweifeln. Nun besteht aber angesichts des Vorrangs, den auf dem Theater Handlungsverständnisse gegenüber Handlungsfolgen genießen, Situationen gegenüber Zusammenhängen und Menschen gegenüber komplexen Institutionen, meines Erachtens kein Anlass zur Verzagtheit. Gerade weil das Theater, will es nicht komplett zu Diskurs gerinnen, immer wieder auf lokale Situationen, auf individuelle Zustände und Absichten, auf die persönlichen Bezüge zwischen Menschen verwiesen ist, muss und kann es zeigen, dass Handeln in der Komplexität trotz aller Überforderungen durch nicht intendierte Folgen möglich und nötig bleibt. Dafür müssen den eingangs erwähnten Opfergeschichten natürlich auch Täter- oder Heldinnengeschichten zur Seite treten,
Letztere sind möglich geworden, denke ich, seitdem es Menschen gibt, die im Namen der Klimakrise aufmüpfig werden. Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sehr oft übrigens nicht nur durch die Angst vor der Gefahr, sondern auch durch den Zorn über das Unrecht motiviert werden, bieten sich, insofern sie es sind, die den lokalen Kontext zur globalen Arena machen, der theatralen Fantasie als Protagonisten ja durchaus an. Aber auch jene Betroffenen der Klimakrise, die gegen ihren Opferstatus rebellieren und nach Ermächtigung streben, etwa durch die sogenannten Klimaklagen, kommen uns ebenso wie wahrscheinlich die theatrale Form des Tribunals, des Gerichts als solche sofort in den Sinn. Heldinnen und Helden des Klimawandels, also Helden natürlich nicht im Sinne einer pauschalen Verklärung, sondern in dem eines Aufmerksamkeit erzwingenden Protagonismus, sollten indes eigentlich auch solche der Innovation sein können, also etwa jene, die durch ihr Forschen Alternativen zur fossilen Verbrennung schaffen, die neue politische Bündnisse für den Erhalt von Mangrovenwäldern schmieden oder die als Planerin und Gestalter die autofreie Innenstadt von einer Drohung hin zu einem Wunschbild umformen. Das Letztere klingt in Ihren Ohren vielleicht sofort zu sehr nach guten Absichten oder zu dröge, aber ich würde sagen, um den Klimawandel in einer Nachhaltigkeitsperspektive auf die Bühne zu bringen, kommt man an solchen institutionellen, technischen, an Systemschrauben drehenden und herumwerkelnden Akteuren denn doch auch nicht ganz vorbei. Denn sie alle sind, indem sie zwischen Einsicht und Abwehr, Entschlossenheit und Zweifel, zwischen Routinen und Brüchen hin und her schwanken, durchaus Figuren für eine Bühne der Klimakrise. Ich spreche also von einer dramatischen Fantasie, die den Menschen im Licht eines deprovinzialisierten Bewusstseins als zwar oftmals überfordertes, zur Selbsttranszendenz aber auch immer wieder ermutigtes Geschöpf erscheinen lässt. Das Ankurbeln dieser Fantasie sollte allerdings, und damit möchte ich enden, flankiert werden durch zwei komplementäre Bestrebungen. Die eine ist eher ästhetisch reflektierender Natur. Die Kraft, mit der uns Gesinnung und Handlung auf der Bühne ergreifen, schrieb Friedrich Schiller, beruht keineswegs auf dem Interesse der Vernunft, dass Recht gehandelt werde, sondern auf dem Interesse der Einbildungskraft, dass Handeln überhaupt möglich sei. In diesem Sinne habe ich, als ich betont habe, dass es angesichts der Klimakrise um die permanente Wiedergewinnung von Agency zu tun ist, mich durchaus als Schillerianer positioniert. Nur die Aufmerksamkeit auf den einzelnen Bühnenvorgang aber kann uns helfen, das Verhältnis der einzelnen Figuren zum Handeln und Nichthandeln, das Potenzial der Situation zur Expansion oder zur Implosion wirklich zu erkennen. Hierfür sind in erster Linie die Schauspielerinnen und Schauspieler zuständig. Und so ist zum Beispiel einer Theaterkritik, die oft zwar Regiekonzepte, Stückfassungen und Bühnenbilder länglich diskutiert, die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler aber lediglich mit knappen Epitheta abtut und als gestaltende Künstler, als Menschenformer nicht wirklich kognitiv ernst nimmt, erscheint mir da nicht hilfreich, um diese Aufmerksamkeit herstellen zu helfen. Die zweite meiner Ansicht nach notwendige und zu der eben genannten ästhetischen durchweg komplementäre Bestrebung, nämlich das Theater neben einem Spiel und Erlebnis auch zu einem Diskurs- und Konzeptraum zu machen, kennen wir seit einiger Zeit in Deutschland bereits. Was ihrer adäquaten Realisierung aber meines Erachtens bisher massiv entgegensteht, ist das weithin unangefochtene, mit den gesellschaftlichen Problemen hinter dem Klimawandel übrigens durchweg verschwisterte Paradigma der Überproduktion. Ein hyperventilierender Ausstoß von immer mehr Events und Premieren lässt nicht nur den Macherinnen und Machern von Theater kaum die Chance, die Klimakrise geistig-künstlerisch für sich zu realisieren. Er legt dem Publikum auch nahe, sich zu den entsprechenden Angeboten letztlich kulturkonsumistisch statt politisch reflektierend zu verhalten. Zudem erscheinen mir Brüche, Verzögerungen, ja vielleicht sogar Stillstände in den allzu geschmeidig eingespielten Ritualen des Kulturbetriebs vonnöten, damit nicht die Klimakrise als eben ein weiteres Thema der wahrgenommenen Normalität, die durch diesen Betrieb gewissermaßen mitproduziert wird, einverleibt und so als Krise, als sozusagen das absolute Gegenteil von Normalität letztlich entschärft wird. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den weiteren Abend. Ja, ich bitte die Podiumsteilnehmer hier nach oben. Vielen Dank, Manuel Rivera, für den Vortrag. Als Theaterkritiker habe ich mir schon mal ins Merkheftchen geschrieben, Schauspieler nicht in irgendwelche Klammern stecken.
sondern Leistungen würdigen. Wir bemühen uns da sehr. Nach Kritik ist ja auch nicht ganz so auf diese schlanken Formate angewiesen, die die Zeitungen jetzt so haben mit 2.500 Zeichen. Also da gibt es noch die Vollkritik mit 4.000 bis 5.000 Zeichen. Da kommen die Schauspielerinnen und Schauspieler durchaus auch öfter mal vor. Genau. Prima. Genau, wir sind jetzt mit der Uhrzeit ein bisschen nach hinten gerückt. Also wir sind bis etwa 21 Uhr dran. Und wie gesagt, zwei Fragen wollen wir am Schluss aus dem Publikum sammeln und dann eigentlich das Gros doch nach hinten verlagern in der Veranstaltung. Und Manuel Rivera hat uns tatsächlich die Steilvorlage auch gegeben für unser Podiumsgespräch, also mit seinem starken Akzent auf der Agency und auf der Frage, wie kommen Akteure ins Blickfeld, und zwar Akteure, die Konsequenzen leiden, aber eben auch Akteure, die zu politischem Handeln eigentlich fähig werden. Dann einen Großteil des Podiums mit dieser Frage bestreiten. Und dann kommen wir aber wahrscheinlich doch auf die Frage, die jetzt ein bisschen ausgeklammert wurde, nämlich nach der Frage des veränderten Verhältnisses zur Natur, auch zur Repräsentation von Naturprozessen auf der Bühne, weil das möglicherweise ja doch auch diese anthropozentrische Weise, von der aus wir irgendwie Naturverhältnisse, Weltverhältnisse denken, angeht und dadurch vielleicht nochmal einen anderen Blick auf Agency uns ermöglicht. Das wird dann so eher in der zweiten Hälfte, im letzten Drittel des Gesprächs sein. Ich begrüße bei mir hier oben Antje Boetius, die haben wir gerade schon performen sehen. Bis hin zur Pointe in der Komödie hatte das ja sozusagen auch so gewisse poetische Werte. Ich begrüße als zweite von links von Ihnen aus gesehen Nike Mahlhaus. Sie studiert Sozialwissenschaften hier in Berlin und sie ist heute Abend hier als Pressesprecherin des Aktionsbündnisses Ende Gelände. Ende Gelände ist seit 2015 mit diversen Aktionen zum zivilen Ungehorsam aufgetreten, mit der Forderung zum sofortigen Kohleausstieg. Äußerst medienwirksame Aktionen fanden statt beim UN-Gipfel in Bonn 2017. Sie haben regelmäßig Aktionen im Braunkohletagebaugebieten in Rheinland und in der Lausitz. Ende November ist die Lausitz wieder im Fokus bei den letzten Aktionen. Nur, dass man mal so eine Größenordnung hat, sind etwa so 6.000 Aktivistinnen und Aktivisten zusammengekommen, die diesen Tagebau gestört und blockiert haben für eine gewisse Zeit. Ich begrüße ganz außen Tobias Rausch. Er ist Mitorganisator. Grundlegend muss man eigentlich sagen, er hatte die Idee dieser Veranstaltung. Und er kam dann auf Nachtkritik zu und sagte, wie kann man denn das machen? Kann man das irgendwie noch näher an eine Theaterperformance ranrücken? Das machen wir tendenziell als Nachtkritik eher nicht. Dann haben wir überlegt, welche Partner können wir finden? Haben tolle Partner gefunden mit dem IASS und mit der Böll-Stiftung. Und so ist diese Veranstaltung so langsam entstanden. Also Tobias Rausch ist als Ideengeber hier mit eingeladen. Er hat studiert Philosophie, Biologie und Literaturwissenschaft und hat promoviert an der Humboldt-Universität am Lehrstuhl für Kulturphilosophie und philosophische Anthropologie. Er ist Gründer des Theaterlabels Lunatex Production. Die sind spezialisiert auf Recherchetheater. Und mit ganz vielen Recherchetheaterproduktionen ist er seit Anfang der Nullerjahre sowohl im Stadttheater als auch in der freien Szene aktiv. Seit dieser Spielzeit ist er Leiter der Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden. Und ich begrüße, last but not least, Nathalie Driemeier, eine der großen Expertinnen für die Frage Klima im Theater. Sie ist aktuell Dramaturgin am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Sie war auch schon am Stadttheater Bremerhaven, hat dort mit Odyssee Klima 2013 einen der ersten großen Festivals kuratiert zu Klimafragen. Sie arbeitet eigenständig unter dem Label Weltklimatheater und war als Gast auf der Republika unter diesem Label, ist also da sehr aktiv. Sie hat, und da kommen wir gleich drauf, 2014 eine Weltklimatheater-Recherchereise gemacht über mehrere Monate durch Indonesien, Philippinen, Argentinien. Sie hat bei der Dramaturgischen Gesellschaft, unseren Partnerinnen und Partnern hier, die AG Klimawandel und Theater gegründet und zuletzt bei der NDC Conference, das ist eine Konferenz der Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaschutzabkommens, die jetzt sozusagen konkrete Maßnahmen diskutieren. Dort hat sie ein Performance-Programm kuratiert, Climate Pop-Up Theater. So, nun hatte Manuel Rivera uns ja schon zugerufen, das mitteleuropäische Theater muss sich entprovinzialisieren, muss sozusagen die globale Perspektive finden. Deswegen denke ich, sollten wir auch mit der globalen Perspektive beginnen. Und
Dort möchte ich zunächst wirklich mit der Frage beginnen, diese Weltklima-Recherche-Theaterreise. Wir können da natürlich nur jetzt ganz punktuell drauf eingehen. Dort ist man mit Lebensräumen betroffen, in denen Menschen tatsächlich die Konsequenzen der Klimakrise schon leiden. Welche Theaterformen haben sich dort als eindrücklich für Sie dargestellt? Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Ich gucke gerade, vielleicht können wir das erste Bild zeigen. Ich habe, nachdem ich dieses Festival in Bremerhaven... Das ist das Bild Mauer oder Performance? Oh, das ist gar nicht meins. Genau. Das ist Ende Gelände. Ja. Auch schöne, wichtige Aktion. Wollen wir das Bild der Performance oder der Mauer, Frau Driemeier? Der Mauer, bitte. Mauer. Wir fangen mit der Mauer an. Genau, also ich habe dieses Festival gemacht, Odyssee Klima in Bremerhaven, in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und ich habe gemerkt, okay, in Deutschland gibt es noch nicht so viele Produktionen. Ich begebe mich jetzt auf eine Reise und gucke, wie international die Theaterschaffenden mit der Thematik umgehen. Und interessanterweise kam immer wieder auf mich zu, das ist ein komplett eurozentristischer Blick. Das interessiert sonst niemanden weltweit. Du wirst kaum KünstlerInnen finden, die sich mit der Thematik beschäftigen. Genau das Gegenteil war der Fall. Überall da, wo Menschen wirklich massiv existenziell von den klimatischen Veränderungen bedroht waren, war das eins der Hauptthemen in den Theaterproduktionen. Das war wirklich sozusagen jetzt in Schnellzusammenfassung das Ende des Ergebnisses. Ein Wissenschaftler vom AWI, weil ich sagte, wie soll ich denn das Weltklimatheater beschreiben, sagte, spring einfach sozusagen ins Meer und guck, wo es dich raustreibt. Und so war es, dass ich sozusagen von Theaterland zu Theaterland immer wieder über das Netzwerk der verschiedenen Theaterkünstler, die bereits miteinander gearbeitet haben, auch gereist bin. Das hinter mir sehende Bild ist ein Bild von der indonesischen Insel Pulau Panggang. Das ist eine der 1000 Inseln von der Stadt Jakarta. Kurze Zwischeninformation. Die indonesische Regierung überlegt ja, die Stadt Jakarta aufzugeben und sozusagen die Hauptstadt in Borneo neu aufzubauen, also die ganzen RegierungsvertreterInnen dort unterzubringen. Ist wichtig, um zu verstehen, wie groß die Problematiken dort vor Ort sind. Ich konzentriere mich jetzt auf die Insel Pulau Panggang, bei der das Lab Theater Shibutat, die seit Jahren zum Thema arbeiten, mit BewohnerInnen dieser Insel gearbeitet haben, eine Produktion erarbeitet haben, bei der die Jugendlichen verhandelt haben, ob es sich für den Erhalt ihrer Insel zu kämpfen lohnt oder ob man eigentlich die Insel aufgeben sollte. Die Problematiken vor Ort sind so, dass früher die Leute sehr reich waren, reich im sozusagen, sie hatten alles fürs Leben. Es gab so eine, die Fische waren reichhaltig vorhanden. Man konnte das Trinkwasser trinken, was durch die durch die Korallen, Entschuldigung, ich suchte gerade das Bild, weil du sagtest die Korallen, durch die Korallen gefiltert wurde und so weiter. Und durch den Anstieg des Meeresspiegelanstiegs gab es auf einmal kein Trinkwasser auf der Insel mehr. Die Leute mussten das Trinkwasser aus der Innenstadt kaufen. Sie mussten wirklich physisch mit dem Wasser duschen, die Zähne putzen. Es gab keine Fische mehr. Die Männer mussten tagelang rausfahren. Und diese Theatergruppe hat mit den BewohnerInnen halt eine Produktion erarbeitet, bei der die Fische eben mit den Jugendlichen, die wirklich entscheiden mussten, bleibe ich sozusagen auf der Insel und kämpfe dafür oder verlasse ich diese Insel und nehme eine dieser völlig unterbezahlten Jobs an, wohne in irgendwelchen Slumgebieten am Rande von Flüssen, die ständig überspült sind. Das Leben dort war vorher gut, muss man sagen. Und diese Produktion, und deshalb, das war ganz wichtig, wurde eben zu einem richtigen Festival ausgebaut, zu dem wirklich PolitikerInnen aus der Innenstadt eingeladen wurden, um auf die Problematik vor Ort aufmerksam zu machen. Die Regierung hat sich dann entschieden, Häuser auf Stelzen aufzubauen, aber das entspricht nicht der Kultur, dass man sozusagen Erde braucht unter seinem Haus. Aber sozusagen es waren danach bestimmte Maßnahmen, wurden getroffen, dass sozusagen mehr Lebensraum geschaffen wird. Interessant war, und das ist sozusagen die Verbindung, ich hatte das Gefühl, dass in Indonesien wahnsinnig viele Verbindungen zu unserer Theaterarbeit hier in Deutschland auch existieren. Ich wurde dort als Dramaturgin sozusagen für eine Produktion auch adoptiert von der Gruppe, dieses recherchebasierte Theater. So, das war einfach die Grundlage. Man hat dort Recherchen betrieben, man hat es dramatisiert und mit den Bürgerinnen und Bürgern, in dem Fall den BewohnerInnen der Insel, als solche aufgeführt. Und das war eigentlich für mich so eine ganz relevante Produktion in diesen vielfältigen Produktionen. Indonesien hat
immens viele Produktionen zu der Thematik. Aber deshalb habe ich mich für dieses Bild entschieden, weil es einfach zeigt, dass auf dieser Insel versucht wurde, sozusagen mit Maßnahmen die Insel zu erhalten und aber auch gleichzeitig theatral die Problematik von einer Insel, die wahnsinnig weit entfernt ist, das sind 3 Bootsstunden entfernt, ins Zentrum der Innenstadt, in die Politik zu bringen. Jetzt habe ich so weit darüber. Nein, nee, ganz prima, ganz anschaulich. Ja. Beim Vortrag auf der Republika haben Sie gesagt, dass Sie in den Arbeiten starken Fokus finden, zum einen Traumaverarbeitung nach Katastrophen und zum zweiten auch Verbreitung von Adaptionswissen an neue Umweltgegebenheiten. Ja. Wie weit werden, also wenn man jetzt sagt, das sind beides, wenn man so will, Leidensperspektiven, also Perspektiven, die irgendwie mit den Konsequenzen des Klimawandels umgehen, wie weit wird in den Arbeiten auch die Verursacherperspektive mit angesprochen oder mit adressiert? Vielleicht können wir kurz das zweite Bild zeigen. Das ist aus der Produktion Imagine a Nation der Gruppe. Heißt Performance. Heißt Performance. Der Gruppe San Augustine in Iloilo auf den Philippinen. Bild ist jetzt exemplarisch doch auch nochmal für ein recherchebasiertes Theaterstück, bei dem nach dem Taifun Haiyan, der in der Stärke nur als solcher so extrem war, aufgrund der Erwärmung des Meeresspiegels, das darf man nicht vergessen. Es war in den Medien stark vorhanden, auch in Deutschland. Und ganze Teile der Philippinen oder mancher philippinischer Inseln war komplett zerstört. Und diese Theatergruppe hat die Geschichten ihrer KollegInnen, die nur 40 Kilometer entfernt waren, mit denen man wie wir sozusagen Potsdam-Berlin kooperiert hat, haben die Geschichten aufgenommen und als solche dramatisiert und hat denen, die keine Stimme mehr hatten, sozusagen die Stimme gegeben. Die Frage nach dem Verursacherprinzip ist ja global. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, wichtig ist in diesem Sinne, dass bestimmte Geschichten erzählt werden, die sonst nicht erzählt werden könnten. Und das ist bei dieser Produktion halt ganz stark nochmal gewesen, dass viele davon betroffen waren, von diesen immensen Taifun so, und andere gar nicht. Und diese Produktion wird bis jetzt noch gezeigt, die tourt sozusagen durch die Philippinen, um auch nochmal aufmerksam zu machen. Die Philippinen sind eine der vulnerabelsten Länder überhaupt der Erde. Die Theaterleute haben mich damals eben gefragt, wie viele Inseln gibt es denn? Was meinst du, die Philippinen, wie viele Inseln haben wir? Ich so, ja, weiß ich nicht. Ja, es verschwindet sozusagen, wir werden immer weniger aufgrund des Meeresspiegelanstiegs. Und das zeigt nochmal, die PhilippinerInnen kennen sozusagen die Problematiken. Taifune gab es immer, aber die waren nie so zerstörerisch. Und das war auch nochmal wichtig. Viele sind einfach gestorben, weil sie das Ausmaß dessen, was auf sie zukommt, nicht fassen konnten. Es ist immer jemand da geblieben und hat die Habseligkeiten sozusagen bewacht. Und andere haben sich aus der Familie erstmal irgendwo untergebracht. Aber es ging wirklich darum, auch nochmal zu zeigen, eben diese Dimension und welche Geschichten dahinter stehen. Von jungen Mädchen, die einfach auf einmal ihre Familie suchen und denken, das ist nur ein Versteckspiel. Dann hatte ich die Chance, auf einmal, das war sozusagen diese Antitrauma-Theater-Workshop, an dem ich teilnehmen durfte. Das war ganz interessant, dass wirklich, weil es eben so ein massives Thema auf den Philippinen ist, sich Psychologen mit Theaterschaffenden zusammengetan haben, die einfach kontinuierlich in die Krisengebiete fahren und sagen, okay, das sind kollektiv erlebte Traumata. Wir werden sozusagen, wir müssen erstmal wieder den Körper in Bewegung bringen. Wir müssen schaffen, dass man darüber reden kann, weil es ist gemeinschaftlich. Es sind mehrere Menschen, ist es passiert. Und haben mit Workshops einfach sozusagen mit theatralen Mitteln, mit Theaterworkshops und so weiter wirklich geschafft, die Leute wieder in die Kommunikation über das Erlebte zu bringen. Wie gesagt, mit denjenigen, die Entscheidungen treffen, vielleicht nochmal zurück zu Indonesien, ist es wirklich so, dass die PolitikerInnen halt ganz oft Entscheidungen treffen, ohne irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren, die davon konkret betroffen sind. Es fand, als ich dort war, im Jahre 2013/14, eine sogenannte Normalisierung der Flüsse statt. Da wurden massiv die Leute aus den Gebieten verdrängt, die dort lebten. Und umgesiedelt, zwangsumgesiedelt, so muss man sagen. Und die Geschichten sichtbar zu machen, dass die Theaterschaffenden es schaffen, diese Geschichten zu erzählen und zu kommunizieren, die als solche nicht sichtbar waren in der Gesellschaft, das war eine ganz große Fähigkeit. Was mir noch einfällt,
dass wir Theaterschaffenden in Deutschland ja ganz oft darüber reden, wie können wir Atmosphären schaffen? Also wie jetzt, ich sage jetzt einfach mal im deutschsprachigen Theater sehen, wie können wir Atmosphären auf die Bühne bringen? Nicht nur die Thematik, wir haben es gerade gehört, es wissen eigentlich alle, was mit den klimatischen Veränderungen, was da für Folgen kommen werden, in was für eine Gesellschaft wir leben werden. Aber es ist so komplex, dass man es oft gar nicht erfassen kann. Und wir versuchen ja eben, eher die ZuschauerInnen auf einer sehr emotionalen Ebene zu erreichen, also sozusagen neben dem Verstand noch die Emotionen anzusprechen. Und im Vorfeld dessen, dass ich mich jetzt intensiv nochmal damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, aber in den Ländern, in denen das halt wirklich existenziell ist, das Thema in Deutschland ist vor allem präsent, wenn wir einen heißen Sommer haben, 2018, auf einmal reden alle über den Klimawandel, wir spüren das physisch. Und die Leute, in denen diese Theaterproduktionen entstehen und bei dieser Konferenz, bei der NDC-Konferenz, bei der sich wirklich 350 RegierungsvertreterInnen aus 80 Ländern getroffen haben, die das Klimaabkommen unterschrieben haben, da die Menschen merken das physisch. Also da geht es um Geschichten erzählen, da geht es um Art von Kommunikation, um Austausch und so weiter. Aber das, was wir spüren in einem heißen Sommer, an dem es an die 40 Grad geht, dass auf einmal merkt, das ist ein Einfluss auf meine Psyche. Es gibt zum Beispiel auf den Philippinen ein Theaterstück, das sich damit beschäftigt hat, dass ein Jeepney-Fahrer, das sind diese alten Jeeps der Amerikaner, die dort geblieben sind und jetzt als öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden, der einfach einen Taxifahrer, einen Jeepney-Fahrer erstach, weil er ihm die Vorfahrt nahm. Das war einfach, der war in so einem Ausnahmezustand, der stand über 5-6 Stunden in diesem Stau, war voller Hitze. Und was macht der Klimawandel mit uns Menschen weltweit, die so stark davon betroffen sind? Und dieses emotionale Berühren und informative und Atmosphären schaffen. Und ich finde immer, die Hauptaufgabe aller Theaterschaffenden weltweit, und da liebe ich die neuen Medien, weil ich mit allen Theaterschaffenden weltweit weiter Kontakt halten kann, ohne fliegen zu müssen. Ich bin das letzte Mal 2014 auch geflogen, aber wir haben weiter einen engen Kontakt zueinander, ist einfach, dass wir uns vernetzen können. Die Bedeutung des Theaters und dass heute so viele hier sind, ich habe im Vorfeld gesagt, es hat mich überwältigt emotional, dass das jetzt einfach sozusagen in der Kürze der Zeit auf einmal so ein großes Thema geworden ist. Und ich habe oft beschrieben irgendwie, danke Greta, danke Fridays for Future. Ich habe das Gefühl, das hat was verändert. Wenn im Jahre 2013 ich bei Theaterverlagen angerufen habe und nach Theatertexten gefragt habe zum Thema, kam halt eher das gesellschaftliche Klima. So, also wenig der anthropogene Klimawandel. Ja. Oder es gab vereinzelte Performances. Bei dem Klimafestival habe ich Eva Meyer-Keller eingeladen mit Cooking Catastrophes oder Anna Mendelssohn mit Cry Me a River. Das waren einzelne Produktionen. Das meiste war im Kinder- und Jugendtheater unter dem Motto, das ist die neue Generation, die müssen sich drum kümmern. Und dass wir jetzt alle hier sitzen und ich sehe viele KollegInnen aus verschiedenen Theaterkontexten, wir sind jetzt die Generation. Die nächste wird die Folgen zu spüren bekommen. Aber die Entscheidung müssen getroffen werden, wenn es nicht, aber das ist das Schlimme, nicht eigentlich schon zu spät ist. Das fand ich ganz toll im Sinne der Dystopie. Wenn wir weitere Dystopien beschreiben, wir müssen auch Utopien beschreiben. Wie könnte eine Gesellschaft aussehen? Das okay. Ja, vielen Dank für diese instruktiven Einblicke, also auch gerade eben im globalen Zusammenhang. Nike Mahlhaus, sind natürlich als Aktivistin erstmal jetzt nicht als sozusagen per se ästhetisches Ereignis angesprochen, was also mit den Aktionen von Ende Gelände. Aber genau, wir können vielleicht das Bild von Ende Gelände einspielen. Aber so bestimmte Begriffe, die jetzt gerade gefallen sind, so es geht darum, Atmosphären zu kreieren, es geht darum, auch eine gewisse Physis hineinzubringen. Das spielt ja in den Aktionen von Ende Gelände auch eine große Rolle. Ne? Also sie sind recht berühmt in dieser Visualität für diese Schutzanzüge, für die Masken, die einen überhaupt erstmal schützen gegen den Kohlestaub. Gleichzeitig sind sie auch in lebensweltlichen Zusammenhängen, in denen, sagen wir mal, doch auch gewisse Konsequenzen sehr unmittelbar für Menschen spürbar sind. Also Dörfer fallen den Kohletagebauen zum Opfer, die Sozialzusammenhänge dort zerfallen. Inwieweit kommt diese Perspektive in die Arbeit von Ende Gelände rein? Also adressieren Sie das auch ganz bewusst, sozusagen den Leidenszusammenhang innerhalb des ja dann doch sehr starken Blockadeauftritts, den die Gruppe pflegt? Ja, danke erstmal. Ich möchte mal kurz sagen, dass ich es super spannend finde, hier zu sitzen, weil
Ende Gelände, ich weiß nicht, ob wir Sie diese Aktion kennen, aber Ende Gelände ist eigentlich ein Theaterstück. Ja? Also in der Vorbereitung auf diesen Abend hier habe ich mich auch nochmal gefragt, wie sieht denn so eine Aktion aus für jetzt, ich nehme mal an, die meisten von euch kommen aus der Theaterwelt. Da begreift man wahrscheinlich alles so als Theaterauftritt und ich würde sagen Ende Gelände, ja, das ist eine riesen Materialschlacht, das ist eine Live-Performance, da kann man zugucken, wie an einem Wochenende oder an mehreren Tagen da sich ein Szenario entfaltet in einer krassen Landschaft. Ja? Also wir sehen es ein bisschen hier jetzt auf dem Bild. Die Aktivistinnen reisen aus ganz Europa an, ja? Die sammeln sich an einem Punkt und dann beginnt die Performance und die Leute ziehen los. Wir haben da so Klimacamps, die sind sowieso schon sehr schön an sich. Da hat man dann so schöne Bilder zum Beispiel, wie ganz viele Zelte von den ganzen Menschen, die überall hergekommen sind und da untergebracht sind. Und dann morgens sammeln sich die verschiedenen Aktionszüge zusammen und stellen sich auf und dann verlassen die so nach und nach das Camp und das ist auch schon so ein Gefühl von jetzt geht's los. Und das spürt man dann auch richtig. Ja? Und dann beginnt entfaltet sich eine Geschichte, wie diese Menschen in den weißen Anzügen, also man sieht das jetzt hier, wir tragen dann diese weißen Anzüge und unser Ziel ist die Grube. Also unser Ziel ist der Ort der Zerstörung, da wo die Klimakrise produziert wird, da gehen wir hin. Und da stoppen wir die Bagger, weil die Bagger die Klimakrise produzieren. Und das passiert hier in Deutschland, in der Lausitz und im Braunkohlerevier im Rheinland. Und dann hat jeder so seine Rollen, ne? Wir sind die Aktivistinnen, wir sagen, was wir tun dann auch, was wir sagen. Wir haben das vorher angekündigt, dass wir das machen werden und wir lassen uns da auch nicht aufhalten. Ne? Und dann kommt die Polizei und die Polizei spielt auch ihre Rolle, die versuchen uns dann aufzuhalten. Und dann kommt es zu dramatischen Szenen, wo wir dann die Polizeiketten in die Breite ziehen und das ist dann auch eine Choreografie, die super schön ist. Da kann man auch Drohnenaufnahmen anschauen und dann entfaltet sich das alles so und wir fließen dann zwischen den Polizistinnen durch und stürmen diesen Tag, wir gehen da rein, also man sieht das jetzt hier, das sind dynamische Bilder und das hat eine physische Erfahrung von, wow, ja, da ist dieser Tagebau vor einem, man steht an der Tagebaukante und weiß jetzt, da gehen wir jetzt rein und das ist irre, ja, da sieht man dann diese Bagger, die Bagger sind riesig groß, die Tagebaulandschaft, ja, das sind so 12 Kilometer Wüste, Mondlandschaft, Mordor, ja, das ist einfach Zerstörung. Und da gehen wir dann rein und wir sind viele, wir sind 6000 Menschen, es wurde gesagt, und wir sind das Leben und wir sind die Hoffnung. Und wir gehen da rein, weil es ein Ort des Todes ist und weil wir sagen, das kann doch nicht sein. Wirtschaft ist doch eigentlich was dafür da ist, um die Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, ja. Und was machen wir draus? Wir haben eine Wirtschaft, die Menschen ihre Lebensgrundlagen raubt. Statt dass wir sagen, okay, wir müssen Energieformen finden, die uns mit Leben versorgen, mit Energie versorgen, siedeln wir Dörfer um, zerstören wir haben es gehört, die Philippinen, ja, da verlieren Menschen ihre Heimat deswegen und die sterben und das ist Leid. Und du hast es jetzt angesprochen mit der Leidenserfahrung. Klar, die Klimakrise, das ist eine ganz große Erzählung von Leid auf allen Seiten. Ja? Also erstens sorgt die Klimakrise erstmal für Leid. Und sie sorgt bei uns für Leid. Also, dass man sowas macht, ja, dass man sich das antut, das ist Blut, Schweiß und Tränen. Ja? Da hat man Pfefferspray im Gesicht, da hat man vielleicht, man hat einen schweren Rucksack auf, ja? Man ist da tagelang vielleicht gelaufen. Ja? Es ist gar nicht mal so einfach, immer an diese Gruppen ranzukommen. Die tun ja viel, um unseren Protest zu verhindern, zu kriminalisieren. Und dann ist man dort und dann macht man das durch und dann kommt man an den Ort der Blockade, auf den Bagger, auf die Schienen, ja, vor das Kraftwerk. Und das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil man ja leidet, weil ich leide, weil ich, wenn ich mir das klar mache, ja, was Klimakrise bedeutet, da gibt es ein Davor und Danach. Und ich glaube, das können wir Aktivistinnen alle sagen, dass es ein Punkt gibt, an dem wir realisiert haben, wow, that's life changing. So, das, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und das ist was ich mir hier auch wünsche von Theatermenschen, weil ich glaube, Theater hat diese Kraft, das zu erzählen und diesen Moment herbeizuführen. Ich glaube, mit der Wissenschaft, mit den Diagrammen und den Grafiken und den Zahlen, ja, das ist die eine Sache, das probieren wir jetzt seit 30 Jahren. Und es funktioniert nicht richtig. Ich glaube, was wir brauchen, sind diese ganz, ganz großen Erzählungen, das Drama. Das sind die großen Fragen, die wir ja verhandeln müssen. Es geht ums Überleben. Und da ist, glaube ich, kein Rahmen zu groß für. Und Ende Gelände schafft diese Erzählung, indem wir in die Gruben gehen, indem wir diese Bilder erzeugen, indem wir eine Handlung, ja, wir haben ja auch einen Antagonismus. Wir sagen, es gibt die Bösen. Die Regierung ist böse. Die Kohlekonzerne sind böse, weil sie unser Leben riskieren.
Und ich glaube, das ist eine sehr, das ist eine, was Menschen mitnehmen kann. Ein Kollege von Ihnen hat in einem der Videos, die die Website bereitstellt, gesagt, ein kleiner Mensch stellt sich dem Bagger entgegen und hält ihn auf. Das hat eine unglaubliche Symbolkraft. Also eine quasi könnte man sogar sagen, es ist ein Narrativ, das sich durch diese neueren Klimabewegungen jetzt durchzieht, auch ähnlich wie bei Fridays for Future, wo es ja auch beginnt mit dem kleinen Menschen, einsam irgendwie vor dem schwedischen Parlament, und dann plötzlich treten mehrere hinzu und dann wird es zu einer Massenbewegung. Also ist das so ein Narrativ des Kippens von Ohnmacht in Macht, mit dem auch sozusagen ganz gezielt sozusagen mediale Narrative angesprochen werden? Klar, also so eine Aktion ist eine wahnsinnige Empowerment. Ja? Also man fühlt sich vielleicht ohnmächtig. Wir sehen die Nachrichten, wir sehen einen Klimagipfel nach dem anderen, der scheitert. Wir sehen die Klimaziele, die gerissen werden. Wir sehen ein Klimapaket, was nichts bringt de facto, und die Wut steigt. Und das merken wir auch. Ja? Also wir haben einen wahnsinnigen Zulauf. Wir kriegen von Fridays for Future Leute, die sagen, okay, wir streiken seit einem Jahr und diese Regierung tut einfach nichts. So. Wir fühlen uns wütend, wir fühlen uns nicht gesehen. Wir sind auch desillusioniert und ich glaube, aus dieser Wut kann man auch einen Handlungsimpuls schaffen. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil die Klimakrise ist so ungreifbar, die ist so unkonkret. Ja, niemand kann CO2 fühlen oder spüren oder sehen. Wir können das nicht bildhaft darstellen. Und es ist so eine ganz abstrakte Bedrohung, die super beängstigend ist. Und so eine Aktion ist richtig gut, weil man da das dann begreift, weil man da sieht, hier wird die Klimakrise produziert. Man kann die Braunkohle mal in die Hand nehmen und sagen, wow, da steckt richtig viel CO2 drin. Also man sieht auch, dass das mal Bäume waren. Das ist dann die Struktur, sieht man noch, dass das mal Holz war. So. Das gerade auf dem Weg ist zu vermodern. Mhm. Und ich glaube, dass man wirklich außer Atem ist, dass man einen schweren Rucksack trägt, dass man so einen Hang runterrutscht und dann diese Dimensionen erfasst, das ist ein wichtiger Moment, um zu sagen, wow, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns organisieren, wenn wir nicht mehr einzeln alleine vor dem Fernseher oder vor dem Computer uns diese krassen Nachrichten reinziehen, die so wahnsinnig entmutigend sind, ja? Wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch einen System Change, dann schaffen wir auch das, was wir jetzt brauchen, dann schaffen wir jetzt einen Aufstand weltweit, von jungen Menschen, aber auch von Menschen, die einfach sagen, wow, das kann überhaupt nicht sein, was wir gerade hier machen. Das ist absurd. Wir haben jetzt gesehen, ne, bei dem Vortrag, dieser Pfad, sowas macht mir krass Angst. Ja? Und ich glaube, das macht uns, also junge Menschen, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal egoistisch, wenn man sagt, okay, das ist unsere Zukunft, ja, aber es ist ja nicht mal unsere Zukunft. Es geht ja eigentlich darum, was jetzt woanders passiert. Also Fridays for Future sagt immer so, es geht um unsere Zukunft und so und nach uns die Sintflut, aber eigentlich ist die Sintflut neben uns. Eigentlich gibt es das jetzt schon, dieses ganze Leid, was die Klimakrise verursachen wird hier in Europa, das passiert jetzt schon in anderen Ländern im globalen Süden und da können wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was da auf uns zukommen wird. Und ich finde, wenn man sich das klar macht, dann ist so ein Tagebau mal reinlaufen und einen Bagger blockieren irgendwie ziemlich harmlos im Vergleich. Okay, vielen Dank. Frau Boetius, Nike Mahlhaus und Ende Gelände nehmen sich ja die Energieerzeuger vor, die etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes mitverantworten. Also ein großer Akteur in diesen Prozessen, die Sie uns am Anfang beschrieben haben. Sie haben uns auch beschrieben, dass seit 1965 ein Krieg gegen das Wissen geführt wird. Das ist mittlerweile liegt jetzt offen zutage. Wir haben gerade auf Social Media wieder gesehen die Anhörung der Exxon-Scientists in den USA. Die diese Strategie eben auch noch mal aus erster Hand belegen. Sie sind mit dabei gewesen in dieser Kommission, die die Klimaziele 2030 formuliert und dort relativ zurückhaltend war, gemessen an den Forderungen von Aktivistinnen, also zum Beispiel einen Einstiegspreis für CO2-Tonne von etwas über 25 Euro angesetzt hat. Nun landet die Bundesregierung bei einem Klimapaket mit einem Einstiegspreis von 10 Euro. Woher diese Verzagtheit? Also Sie sind ja nah dran an den Akteuren, auch an den politischen Akteuren. Man kann davon ausgehen, Verblendung ist es eigentlich nicht mehr. Woher kommt die Verzagtheit zu Ihrer Warte? Also das ist nicht mein Forschungsthema. Ne? Ich versuche mir selber einen Reim draus zu machen. Und mit
Politikern, mit denen ich im Gespräch bin, die natürlich auch darüber nachdenken, was jetzt, weil sie ja Ziele unterschrieben haben, da gibt es diese Idee, dass das zu schnell, zu weit eine Spaltung bedeutet, die alles umkehren könnte. Und da kommt meine Angst her. Also ich gucke natürlich auf die Natur, aber ich gucke auch auf die Menschen. Und das ist halt eben dieses Dilemma, in dem viele stecken. Und ich versuche selber als Wissenschaftler zu ergründen, ist das nur ein anderes Narrativ, die Angst vorm Umsturz. Die projiziert sich jetzt eben auf den rechtswählenden Osten ganz stark. Also das kann man mit Politikern, wenn man mit denen spricht. Warum denn nur so ein bisschen? Ja, weil die Bürger nicht mitkommen, weil die Menschen es noch nicht verstanden haben, weil wir die Lösung noch nicht haben, weil man nicht zu viel fordern kann vom Bürger. Das ist wirklich da und das ist bestimmt die Gespräche im politischen Raum. Und das sind die Menschen, die Erfahrung haben, wie man Politisches aushandelt auf der einen Seite. Wir Wissenschaftler gehören für die zum Teil, und das ist auch ein Dialog, den wir führen. Immer mehr wird dann uns auch vorgehalten, wir sind ja auch ein bisschen wie die Kinder. Also wir setzen uns hin und schreiben Forderungen auf, die aber eben jetzt, wo der Bürger, wenn man ihn befragt, eigentlich wohl nicht mitkommen will. Und was dann? Also diese Spaltung, die wir auch messen können, ne? Manuel, dafür gibt es ja soziologische Beobachtungen und Umfragen und so weiter. Es läuft eine Spaltung auch in den Ländern, die im Wohlstand leben und die dieses Drama eben noch nicht an der eigenen Haut so sehr erleben. Obwohl man dazu sagen muss, das hat sich auch angefangen zu wandeln, weil, also ich habe einen Kumpel, der ist Bauer, der weiß auch, was mit seinem Land passiert. Und ich habe einer Försterin zugehört, der Wald gerade weggammelt. Und das ist doch in einzelnen Geschichten, ist auch in Deutschland natürlich schon was angekommen. Aber die Sorge, und da sind wir auch schon wieder beim Theater, ist jetzt eben, wenn man Unglaubliches fordert, was sowieso nicht klappt, dann hat man ja weiter an dieser Schraube gedreht, die vielleicht gar nicht hilft. Und einen Pragmatismus da dran zu legen, der kann vielleicht einen weiterbringen. Das ist eben die Frage, das weiß ich nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt wir schon so viele massive Ziele und Forderungen haben, denen wir nicht näher kommen, dass es mir ähnlich geht, ja, die Wissenschaft misst und das alleine bringt es auch nicht, aber jetzt noch mehr Ziele, noch steilere Forderungen reicht auch noch nicht. Okay, vielen Dank. Tobias Rausch, die Zeit schreitet voran. Jetzt müssen wir sozusagen direkt in die Theaterpraxis des Regisseurs auch hineingehen. Manuel Rivera hat steile These geboten, dadurch, dass das Theater im Kern, dort, wo es wirklich wirksam ist, aus der Szene kommt, aus der konkreten lebensweltlichen Erfahrung, aus dem anschaulichen Handeln von Akteuren, dadurch hat es Schwierigkeiten, damit komplexere Handlungszusammenhänge herzustellen. Das war das schöne Beispiel mit dem Elefanten aus Sri Lanka. Ja, man kann sicherlich sozusagen die Aggressivität darstellen, vielleicht im Kindertheater sogar den Elefanten auf die Bühne bringen. Aber es ist vielleicht schon schwieriger, den Zusammenhang hinter der Erwärmung und dem Aggressivwerden des Tieres mitzuartikulieren. Nun frage ich mich, ist das nicht eigentlich nur eine Geringschätzung der epischen Mittel des Theaters, die sich darin ausdrückt? Denn es gibt ja sehr wohl, Sie sind da in diesen Kunstformen ja gut bewandert, es gibt ja Lecture-Theater, es gibt die Möglichkeit von Lecture-Einschüben, epischen Einschüben in Theaterstücken. Ist das per se so, dass das Theater scheitern muss an komplexen Handlungsstrukturen? Also das glaube ich erstmal gar nicht. Nathalie Driemeier hat ja eben auf das recherchebasierte Theater verwiesen, was vielleicht nicht in diesem Zusammenhang eine Form von Theater produziert, was sich auflöst in Situationen, in Szenen, die einen linearen Handlungsbogen haben oder ja, sozusagen mit den klassischen Mitteln der Dramaturgie arbeiten, sondern viel fragmentarischer und auch viel gemischter umgeht mit den ästhetischen Formen, die verwendet werden können, eben zum Beispiel auch diskursive Elemente einzubauen. Aber tatsächlich ist es ja eine relevante Frage, wie gehen wir mit Komplexität um? Ja, und es ist ja nicht nur im Zusammenhang, wie stellen wir das auf dem Theater dar, sondern wie verhält sich der Einzelne und empfindet sich der Einzelne gegenüber einer Komplexität, die ihn als machtlos, ratlos, das Gefühl von Unübersichtlichkeit produziert? Und da ist, glaube ich, tatsächlich das Theater aufgefordert, sich zu fragen, ja, welche Geschichten können wir erzählen und wie können wir sie erzählen, sodass es im Prinzip nicht darauf hinausläuft zu sagen, ja, diese systemischen Zusammenhänge laufen eben einfach ab und ich bin nur der Statist, der am Rande steht.
Aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach zu sagen, wir erzählen jetzt einfach die Geschichten der Protagonisten und Antagonisten. Hier gibt es die Guten und hier gibt es die Bösen, hier gibt es die Helden und dort gibt es die, die es verursacht haben. Weil wir sind es ja alle, die es verursachen und die Veränderungen, die notwendig wären, um auf einen anderen Pfad zu kommen gesellschaftlich, wären ja gigantisch. Sie würden uns alle betreffen. Insofern sind wir eben auch immer alle mit Täter und aber sozusagen in unserem Tätersein ja oft auch gefangen. Also wo man sagt, okay, ja, also Frau Boetius hat es ja am Anfang gesagt, wir könnten jetzt alles machen, ja, was wir machen wollen. Also auf Fleisch verzichten, Reisen verzichten als Mitteleuropäer. Wir würden eben nicht auf diese 3 Tonnen oder 2 Tonnen kommen. Und ja, so, also wie erzählt man die Geschichten, die genau dieses Gefangensein erzählen, aber gleichzeitig eben auch nicht sich darin ergeben und sagen, ja, so passiert es einfach, wir sind Teil eines Geschehens und wir können nichts tun. Na klar. Na, aber das finde ich eben so wichtig, dass man immer wieder überlegt, also ich überlege ja auch, warum gehe ich dauernd auf Konferenzen und rede mit allen möglichen Leuten, wenn es auch kein Klimaziel erreicht, aber es ist trotzdem so, dass man ja irgendwoher seine Kraft zum Umbau herkriegen muss. Und ich immer mehr beschäftige mich damit, muss ich nicht in Räume gehen und andere Menschen treffen, also im Grunde analog sein und spüren, dass da genug sind. Das haben Sie eben ganz perfekt beschrieben. Also eine Kraft zu spüren, die aus dem Vielsein und etwas auf die Beine stellen kommt. Das ist essentiell, glaube ich, weil es ist ja so oder so kommt ein Umbau. Der kann ganz grausig kommen. Mit der absoluten Dystopie, dass eben all die Menschen, denen wir das Leben nehmen und die Heimat nehmen, sich auf den Weg machen, dahin zu gehen, wo der Wohlstand ist. Und dann weiß man ja, was dann rauskommt. Und die andere Sache ist, wir schaffen es doch so umzubauen, technische Lösungen, soziale, kulturelle Lösungen, dass wir da doch drüber wegkommen, dass es dann so potenziertes Umgehen mit dem Ozonloch oder die Flüsse wieder sauber machen und so weiter. Es geht ja theoretisch und wir wissen nicht, was von beiden Geschichten wird es dann sein. Aber es wird auf jeden Fall ein gigantischer Umbau kommen und da drinnen braucht man sau viel Kraft und Partner und Netzwerke und Banden und Zusammenhalt. Und ich habe mich für mich selber überzeugt, dass es in diesem Fühlen, wir sind viele, da steckt eine Macht drin, die kriegt man nicht vom Fernseher, nicht bei Twitter. Wo soll man hingehen, wo man andere trifft, die denken, die kämpfen, die irgendwas machen wollen? Genau, wenn man dann eine Kohlestauballergie hat und dieses da ausfällt zum Beispiel. In dem Vortrag von Manuel Rivera kam auch eine relativ altertümlich anmutende Kategorie wieder, nämlich der Held. Also man kann ja im Grunde, das haben wir, glaube ich, bei Ende Gelände ganz toll auch gehört, man kann ja irgendwie sozusagen wieder Geschichten mit Pathos auch erzählen. So Ende Gelände haben den Slogan Kohleausstieg ist Handarbeit. Ja, das ist ja so ein bisschen das Pathos der Working Class. Wie wichtig sind solche Momente, ja auch heldische Erzählung da, die aufzugreifen? Ja, also zunächst mal, dieser Kohleausstieg ist Handarbeit. Das verstehen wir so, dass wir sagen, wir müssen es selbst tun. Also diese Haltung, dieses Enttäuschtsein von der Politik, so wurden wir ja nicht geboren. Ja? Also wir sind ja alle erstmal hoffnungsvolle Kinder gewesen, denen beigebracht worden ist, dass wir eine funktionierende Demokratie haben und in einem Rechtsstaat leben und dass, wenn man zum Beispiel demonstrieren geht und Petitionen unterschreibt und sich ein bisschen Mühe gibt und vielleicht vegetarisch lebt und die Eltern überredet, nicht zu fliegen und so, dass dann alles gut wird. Ja? Und ich glaube, die Fridays for Future sind da gerade an dem Punkt, dass sie so merken, wir haben es hier mit einer ganz großen Sache zu tun. Wir haben ein System, was gegen uns ist. Wir haben ein System, was systematisch das Leben bekämpft. Und ich glaube, diese Komplexität, also es ist dann immer so, ja, das ist alles ganz komplex und so, das habe ich früher auch gedacht, aber so komplex ist es gar nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die dann erzählt wird, um alles ganz kompliziert zu machen und Menschen am Handeln zu hindern, weil eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich müssen wir oder wollen wir überleben? Und eigentlich ist es die Frage, so wie wollen wir denn leben? Und ich glaube, die Frage können wir uns alle stellen. Und ich glaube, da kann Theater viel zu beitragen. Und genau, die Geschichte, die ich jetzt erzählen wollte, war 2009 in Kopenhagen. Da war eine Klimakonferenz, die x-tausendste oder die, also eine von vielen. Und die ist gescheitert.
Ja, und das war dann so, bis dahin, bis 2009, haben die ganzen Klimagerechtigkeitsbewegungen und die NGOs und so, haben diese Klimakonferenzen kritisch begleitet und haben gesagt, ja, ihr müsst ehrgeizigere Ziele und so weiter und wir fahren da hin und machen da Programm. Und dann ist 2009 gescheitert und das war so krass, das zu erleben. Das habe ich jetzt nicht erlebt, das weiß ich aus Erzählungen, aber ich habe es von sehr, sehr, sehr eindrücklichen Erzählungen, wie stark die Enttäuschung war, wie sich das breit gemacht hat. Hey, die kriegen das nicht hin. Die machen da eine Konferenz und dann scheitert die einfach und dann war es halt 6 Jahre lang, bis Paris 2015, ist dann halt erstmal nichts passiert. So. Und das sich klarzumachen, ey, die lassen uns im Stich. Our leaders are failing us. So, dieses Gefühl, wow, dann müssen wir es selbst machen. Und das ist der Spirit, aus dem Ende Gelände dann entstanden ist. Dieses, okay, dann machen wir es selbst. Und das ist auch Ende Gelände, dass wir sagen, wir appellieren gar nicht mehr an die Regierung. Die Regierung hatten jetzt, weiß nicht, seit 1965 wissen die das, hatten die Zeit. Sie hätten viel Zeit gehabt, was zu tun. Sie haben auch jetzt viel Zeit. Es gibt seit einem Jahr die Fridays for Future-Proteste und am 20.09. kommt die Bundesregierung mit diesem Klimazerstörungspaket im Prinzip, traut die sich raus und man denkt so, kriegt ihr gar nicht mehr mit, was um euch herum passiert? Kriegt ihr das nicht mit, dass jeder vierte Mensch in Deutschland zwischen 14 und 24 bei diesen Fridays for Future Protesten mitmacht? Das Ende Gelände immer größer wird, dass die Leute immer mehr sagen, dieses System ist toxisch, wir können hier nicht mehr atmen, wir müssen was tun. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass es an uns ist. Und klar, das ist schmerzhaft irgendwo und das ist nicht cool. Und also vielleicht wäre es auch schön, wenn wir sagen könnten, okay, cool, wir können unsere Leben einfach so leben und die Regierung macht das Richtige und wir können der vertrauen und die wird es schon richten. Aber sie reißen die ganze Zeit Klimaziele und die Klimaziele reichen ja nicht mal, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Also das ist ja von vorne bis hinten Betrug, was die machen. Und das ist doch schlimm irgendwie, dass wir denen weiter... Ja, es ist aber auch eine Schönheit. Ich finde, es hat eine Schönheit, dass wir sagen, okay, dann machen wir es selbst. Weil wir können es eigentlich und wir können es, glaube ich, ganz gut. Nathalie Driemeier, Sie haben auch politische Entscheidungsträger adressiert. Bei der NDC-Conference im Juni 2019, wo Sie das Performance-Programm zusammenstellten, jetzt auf dieser Messlatte Utopie und Dystopie. Ja? Utopie, die irgendwie die Leute versucht zu ermuntern, irgendwie diese Ziele auch in Angriff zu nehmen. Und Dystopie, die quasi die Sanduhr aufstellt und sagt, viel ist nicht mehr drin an CO2-Budget. Haben Sie Ihr Programm auf so einer Skala verortet? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wie Sie da die politischen Akteure adressieren? Ja, das Interessante war, dass da ja eigentlich erstmal Menschen sitzen, die ja eben alles wissen. So grundsätzlich von den reinen Fakten und so weiter. Man weiß es, man hat sich darauf verständigt und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat mich eben gefragt, ob ich sozusagen diese Performance machen könnte, gerne mit den Unterthemen Gender, Leadership und Youth. Also hatte ich so einen richtigen Auftrag, 4 Themen, Klimawandel, Gender, Youth und Leadership innerhalb von einer halben Stunde ohne Aufbauzeit, also 10 Minuten, dort in einem Konferenzraum sozusagen atmosphärisch rüberzubringen. Also ein komplett untheatraler Raum. Ich hatte dann das Glück, dass ich einfach durch diese Arbeit ganz viele Leute in Berlin habe, die einfach zum Thema auch schon arbeiten. Anna Peschke war dabei, Sophia Stepf. Und durch Zufall, Facebook, war eine Theaterschaffende aus Indonesien, Aramayani heißt sie, die arbeitet auch in der MoMA und war zufällig im Hamburger Bahnhof eingeladen. Eine andere Theaterschaffende, die beim Gorki gerade war, aus Thailand. Eine andere, die sozusagen hier lebt, indische Wurzeln hat, aber aus Australien kommt. Und wir haben uns zusammengetan, eine Schauspieler noch vom Hans-Otto-Theater, die Lust hatte, dabei zu sein. Und wir haben uns also ein reines Frauenteam zusammengetan und haben aufgrund sozusagen der Vielfalt der Thematiken entschieden, bestimmte Inseln aufzubauen in diesem Konferenzraum. Und jede Insel hat sozusagen ein Thema, ich will nicht sagen bedient, sondern wir haben wirklich uns mit einer Thematik auseinandergesetzt. Das heißt, die KonferenzteilnehmerInnen waren sozusagen im Raum verteilt und wir hatten ein Thema, es gibt so ein Buch, Feminist Utopia, bei der wirklich sozusagen das Thema Frauen und wie möchte ich eigentlich leben, möchte ich als Mensch wahrgenommen werden, ich werde immer nur als sozusagen Frau wahrgenommen und
wichtig war, die Bedeutung einfach der Beachtung dieser Themen im Kontext des Themas Klimawandel. Weil wir haben, ich habe bei Theater der Welt gearbeitet, so da sucht man das Theater der Welt und versucht es dann, wir hatten es damals in Halle Saale, zusammenzubringen. Und auf einmal macht man Theater für die Welt. Völlige Überforderung eigentlich. Man hat Menschen dort mit gar keiner Seherfahrung von Theater. Man hat Menschen mit ganz viel Seherfahrung. Man hat Menschen mit, die aus einem System, aus einem sehr patriarchalen System kommen, bei denen Frauen nicht viel zu sagen haben. Man hat aus Ländern, in denen die Jugend sehr aktiv ist. Also alles sozusagen, wie macht man Theater für die Welt? Und wir haben uns entschieden, sozusagen in der Ästhetik und in der Diversität der Themen verschiedene Inseln aufzumachen, um, und das war, fand ich ganz toll, zum Beispiel bei der Insel Gender, da haben wir das Thema der Frauen. Welche Bedeutung Frauen natürlich auf dieser Welt haben und welche Bedeutung die Einbindung von Frauen in vielen Ländern haben muss, sozusagen, dass nicht nur eben die Männer Entscheidungen treffen, sondern Frauen viel stärker noch in bestimmten gesellschaftlichen Themen involviert sind, dass alle sozusagen, alle Menschen, Jugend, Frauen, Männer, divers, an Entscheidungen mit beteiligt sein müssen. Und das Interessante war, dass danach, ich habe sehr viele Gespräche geführt. Ich hatte das Glück, an der Konferenz teilnehmen zu dürfen, also auch wirklich dann mehrere Tage mit den Leuten verbringen zu dürfen, habe die konkret angesprochen. Und diese Reflexion war völlig unterschiedlich. Manche haben gesagt, ich habe geweint bei dem Thema der Frau, die beschreibt, wie sie einfach durch die Straßen gehen möchte und einfach nur als Mensch gesehen möchte, werden möchte und nicht immer im Kontext, ich muss vorsichtig sein, eine Frau zu sein. Das war von einer indischen Autorin. Dann haben wir andere gehabt sozusagen, es war ein tolles Gedicht sozusagen, wenn ich schlafe, denke ich an meine Ururenkel. In welcher Welt werden sie leben? Und die Entscheidungen, die ich treffe, haben Einfluss auf sie. Dann gab es dieses sehr Rituelle von Aramayani, die einfach sozusagen zur Verbindung Natur-Mensch sehr stark arbeitet. Und wir hatten sehr adressierten Text nochmal von unserer Schauspielerin Laura Hensel, die einfach sehr stark die TeilnehmerInnen dort angesprochen hatten. Wir hatten so Live-Collagen, Anna Peschka hat Live-Collagen gebaut, die thematisch dazu passten, weil wir eben, wie gesagt, 10 Minuten Möglichkeit hatten, den Raum umzugestalten. Also haben wir es über die vorhandenen Beamer gemacht und die Leinwände und irgendwie ein paar Scheinwerfer aufgestellt. Und das Schöne war wirklich, dass viele gesagt haben, im Kontext so einer Konferenz, bei der es um Vernetzung geht, um inhaltlichen Austausch, war das einfach sehr, sehr, sehr berührend, sehr emotional, das, was wir wollten. Und viele sind einfach mit diesen Themen, mit diesen anderen Sichtweisen, die wir durch diese Texte dort gezeigt haben. Ach, in dem Kontext möchte ich Chantal Bilodeau nennen, die weltweit Climate Theater Action organisiert, die auch ein Buch rausgebracht hat, Where's the Hope? Und da halt ganz kleine, kurze Texte von weltweiten AutorInnen aufgebaut haben oder zusammengebracht haben, von denen wir auch einzelne dort gezeigt haben. Und das ist einfach schön, dass man die Leute erreichen kann, dass wir einen Austausch hatten. Auch nochmal mein persönliches Anliegen war zu zeigen, kooperiert mit den Künsten, geht weg von der reinen Wissenschaft, Wirtschaft. Es gibt so viele Theaterschaffende weltweit, die genau zu dieser Thematik arbeiten, die teilweise gar keine finanzielle Unterstützung haben, die 10 Jobs haben, um das Theater des Herzens sozusagen dieser Thematik zu realisieren, und arbeitet mit diesen Leuten zusammen. Das war mir persönlich wichtig, dass man das auch nochmal zeigt. Und da es so unterschiedlich wahrgenommen wurde, wirklich unterschiedliche Feedbacks von damit konnte ich nichts anfangen, das hat mich berührt. Und die Nachgespräche mit den Leuten war das, glaube ich, eine sehr zukunftsweisende Möglichkeit, auch in Konferenzen die Kultur und die Kunst, das Theater nochmal zu involvieren und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Aktivisten und KünstlerInnen zusammenzubringen. Und das ist in Ländern zum Beispiel wie Indonesien, ist das normal, da arbeiten alle zusammen. Genauso wie Schamanismus beispielsweise, hatten wir eine Produktion, neben Wissenschaft stehen kann. So können Wissenschaft, Künstler, Aktivistinnen und so weiter, das ist die Kraft, das ist die Macht. Das Fühlen, dass wir eine Gemeinschaft sind, eine Weltgemeinschaft. Und das ist das Bedeutende. Unser Handeln hat Einfluss auf viele Bereiche der Welt. Und genauso wie es sozusagen negative Folgen hat, kann es aber eben auch positive Folgen haben, indem wir uns alle zusammenschließen und sichtbar machen, die Geschichten erzählen, beispielsweise als eine Möglichkeit, die einfach sonst nicht sichtbar sind. Jetzt haben wir das Verhältnis von Mensch und Natur immer stark vom Menschen her gedacht in unserer Diskussion. Und
Ich würde aber doch jetzt ganz gern zum Schluss nochmal umschwenken auf die Frage, ob möglicherweise auch dieser anthropozentrische Blick doch dezentriert werden müsste, um Natur in ihrem Eigenwert und Natur in ihrer Agency, der Name von Bruno Latour war gefallen, anders anzusprechen. Tobias Rausch, Sie haben bei uns auf Nachtkritik einen längeren Text veröffentlicht, der sich genau um diese Frage dreht, wie lassen sich Naturphänomene auf der Bühne repräsentieren, und zwar in einem Eigenwert, also nicht nur als Gegenstand menschlicher, sozusagen als Allegorien für menschliches Tun, sondern eben wirklich als Akteure on their own right. Im Vortrag hieß es, ist vielleicht nicht ganz die vordringliche Frage der Klimakrisendiskussion auf dem Theater. Ich würde trotzdem noch mal fragen, warum diese Perspektive, warum dieser starke Fokus in dem Artikel, was spricht dafür, Natur auch als Akteur stärker in den Fokus zu rücken? Also ich kann jetzt einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung als Regisseur sprechen und würde das jetzt nicht generalisieren wollen für das Theater allgemein. Aber bei Projekten, die ich gemacht habe, ist es mir so gegangen, dass, also ich habe zum Beispiel ein Projekt über das Oderhochwasser gemacht, Oderbruch hier am Deutschen Theater. Und wir haben wahnsinnig viele Geschichten gesammelt. Wir haben auch mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, mit Experten. Und vielleicht das nur schnell als in Anschluss an Nathalies Bemerkung. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eben auch Formen der Zusammenarbeit zwischen Aktivismus, Wissenschaft und Theater finden, die nicht sozusagen einen einseitigen Informationsfluss bedeutet, dass sozusagen die Wissenschaftler haben das Wissen und wir sind diejenigen, die das sozusagen dann in die Welt tragen sollen, sondern dass wir Formen finden müssen, wie wir sozusagen wirklich in einem Dialog gemeinsam etwas Neues entwickeln, weil ich glaube, einfach nur als Informationsmedium ist das Theater total ungeeignet, aber gemeinsam neue Formate und Formen der Wissensentwicklung zu erfinden. Darin sind wir, glaube ich, gut. Und bei dieser Produktion haben wir sehr viele Geschichten gesammelt und irgendwann hatte ich das Gefühl, wir reden wahnsinnig viel über also was passiert mit den Spendengeldern, um wieder den Gartenzaun zu reparieren? Und wie verhält sich jemand, der auf einem Sandsackplatz sich als Kommandeur aufspielt und sagt, ihr müsst von da nach da gehen und ihr müsst diese Säcke füllen? Aber irgendwie gab es wie einen blinden Fleck in dieser Produktion, denn wir haben eigentlich nicht wirklich über den Fluss gesprochen und wir haben nicht über das Wetter gesprochen. Und die Schwierigkeit daran ist natürlich immer, dass man hier ein Einzelereignis beschreibt, aber sozusagen die Erfahrung als Teil des Klimawandels begreift man ja nur in dem Augenblick, wenn man nicht das Einzelereignis beschreibt, sondern eben den globalen historischen Zusammenhang irgendwie erfahrbar macht. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem ich persönlich das Gefühl habe, dass ich mit meinen Produktionen immer wieder wie an eine Klippe geraten bin und dachte, aber wie bringe ich eben genau das auf die Bühne? Müsste nicht eigentlich selbst die Naturkräfte auf die Bühne, die eben nicht nur über eine intellektuelle Verstehbarkeit, was da stattfindet, also das wäre dann die diskursive Schiene, präsent sind, sondern eben auch auf eine affektive Art und Weise erfahrbar werden. Das, was eben in den Aktionen von Ende Gelände erfahren wird und was einen wirklich verwandelt, wie ist das eben auf der Bühne möglich. Ne? Also als Live-Performance im Braunkohletagebau ist das sensationell möglich. Aber wie schaffen wir solche Erfahrungsmöglichkeiten auf der Bühne? Ja? Und wir können natürlich sagen, das Guckkastentheater oder die Studiobühne ist einfach dafür nicht geeignet. Aber es ist schon eine Frage, die mich umtreibt. Wie können wir sozusagen das erfahren? Und Amitav Ghosh hat ja ein sehr spannendes Essay geschrieben, Die große Verblendung, in der er die Frage stellt, ob möglicherweise mit der Entwicklung der neuzeitlichen Erzählform, er bezieht sich hauptsächlich auf die Romanliteratur, aber ich glaube, man kann das schon auch auf das Theater ummünzen, inwiefern da Erzählmuster entstanden sind, die eben die Menschen in den Mittelpunkt rückt und die Naturkräfte nur noch zur Kulisse macht. Das heißt, es kann ein Vulkanausbruch, ein Unwetter, was auch immer passieren und dadurch müssen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise handeln, aber eigentlich ist das Ereignis nur eine Art Anlass oder Rahmen und es geht dann letztendlich um das Handeln der Menschen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist,
resultiert daraus nicht eine Form von Erzählung, in der es dann letztendlich anthropozentrisch immer nur darum geht, was Menschen untereinander machen, aber sozusagen die Frage, müssen wir auf den Klimawandel reagieren, weil wir eben nicht nur die Folgen für uns Menschen fürchten, sondern sozusagen die Folgen auch, ja, die Natur treffen, die Pflanzenwelt und so weiter. Und zwar nicht nur funktionalistisch daraufhin, haben wir genügend Holz zum Bauen und haben wir genug zum Essen, also auf den Menschen wieder bezogen, sondern weil sie eben als Lebewesen einen Eigenwert haben. Und das ist für mich die Frage, wie man das erzählen kann. Wofür, wie finden wir dafür eine Sprache? Frau Poetze, Sie nicken vielleicht wirklich so als Schlusswort, zumindest bei uns hier oben, als Klimaforscherin, was wünschen Sie sich vom Theater? Also in welche Richtung denken Sie? Sie sind ja selbst auch an Projekten dran. Ja, das ist so eine ganze Vielfalt. Ich weiß gar nicht, ob nur das eine oder das andere. Es gibt so viele Möglichkeiten und eine, die mir super, die ist super klassisch, aber die ist, hilft mir unglaublich viel, ist wirklich eine Art von Textarbeit, wo man in einer Zeit, wo ja auch tatsächlich immer weniger gelesen wird und Räume da sind, wo Texte wirken können, dass man sich immer wieder damit beschäftigen kann, wo kommt eigentlich dieser Bruch her zwischen Mensch und Natur? Ist der wirklich, ist der stärker geworden? Was ist überhaupt die Essenz des Seins? Was macht Konsum mit mir? Und da gibt es ja fantastische Texte aus allen Zeiten. Ich habe dieses Jahr im Alexander von Humboldt ja eben gelernt, wenn man sich die Tagebücher eines jungen, wütenden Mannes vor 250 Jahren dann nimmt und wie der sozusagen in seinen Tagebüchern, in seinen Briefen an seine Freunde auch geschrien und protestiert hat, wie die Berliner sind so saublöd, dass sie nur von 4 Pflanzen leben, während es noch 20.000 weitere auf der Erde zu entdecken gibt. Also der hätte auch heute so unterwegs sein können. Und dann sich immer wieder bewusst zu machen, dass es eine Geschichte des Menschen ist, die sich wiederholt, aber aus der es auch immer wieder Auswege gibt. Und das macht man eben durch die historische Textarbeit, das dann eben auszuecken oder das dann zu fühlen wieder Wahnsinn. Das war ja alles schon mal da. Also muss es auch immer wieder Lösungen, Veränderungen, anderen Umgang geben. Deswegen finde ich einfach richtig gute, schlaue Textarbeit schon mal einen ganz wesentlichen Beitrag. Und dann vom ganz anderen Ende der Skala finde ich auch beeindruckend. Und ich habe selber jetzt mir eine Zeit lang auch mal afrikanisches Theater, weil wir in Bremen auch so ein Festival haben, wo Tiere gespielt, getanzt, gelebt werden. Und das ist das ganz andere der Skala, praktisch textfrei. Aber diese Emotionen verursachen, dass wir Menschen uns doch rein fühlen, denken und Dinge zum Leben erwecken können und dann den Raum einnehmen können durch andere Formen von Performances. Und man geht völlig anders wieder raus an dem Tag. Und das ist diese gesamte Bandbreite, die da ist. Und an beiden extremen Enden habe ich Lust, was zu erleben. Und hier sind ja auch Leute in Berlin, die verrücktesten Sachen machen und ausprobieren. Also eine kleine Geschichte kann ich mir erzählen. Ein paar Freunde und ich, wir haben uns mit Vogelstimmen beschäftigt und dann entdeckt, es gibt halt Vogelstimmenimitatoren. Die haben Wettbewerbe, die können... Die treffen sich und wenn sie dann anfangen, da rumzuflöten, am Anfang machen sie es dann so und auf einmal verwandeln die sich in Vögel. Also dann ist nicht nur dieses Pfeifen und Stimme so, sondern dann bewegen die sich auch noch so komisch. Und auf einmal hat man wieder alle Menschen lieb für einen Moment. Und ich finde eben, dieses Krasse, was eben nicht, das klappt einfach gar nicht, wenn es digital ist. Es klappt nur, wenn man da ist und man es schwitzt und riecht und stinkt und es hört sich irre an und man ist total verwundert. Was ist das denn jetzt gewesen? Und sowas haben wir ja alle irgendwo. Deswegen habe ich auf beiden Seiten, also wirklich das ganz Klassische, aber auch dieses wahnsinnig Verrückte, was irgendwo ja auch klassisch ist, weil, wie du gesagt hast, ne, es ist ja da draußen, in anderen Ländern ist das ganz normal, ein Tier zu spielen und zu sein und man lernt es als Kind und benutzt es auch im Leben und wir sind da vielleicht jetzt sehr weit weg von gerückt, aber dann denke ich wieder an meine Kindergartenzeit, Peter und der Wolf. Es gibt so viele Beispiele, wo man dann sofort wieder da ist und denkt, scheiße, wieso Peter und der Wolf, wenn man es mal wieder hört. Natürlich, die Ente und der Wolf, das war ich doch auch als Kind. Wo ist denn das alles geblieben? Und dann fängt halt eine neue Geschichte an. Also ich habe selber einfach Lust, weil mich auch manchmal meine Grafiken langweilen, da wieder reinzugehen und mal anders auszuprobieren, wie Wissen funktioniert. Wo ich total überhaupt nicht übereinstimme, ist, dass das Theater keine Plattform für Information ist. Es ist eine, auf jeden Fall. Also wenn man mal überlegt, woher wir Wissen nehmen, wenn wir jetzt nicht durch diese ganzen Grafiken steigen, wie wir gelernt haben von Dürrenmatt oder Bertolt Brecht. Also das ist auch immer noch da.
Man muss halt eben ein bisschen suchen und das wieder rausholen, damit man die Informationen, die man braucht, Gerechtigkeit, haben Sie ja schon gesagt, das fremde System oder sind es wir alle, das ist ja alles da. Man muss es eben rausbuddeln und wieder in diesen Kontext stellen. Und diese Arbeit, die muss gemacht werden. Jetzt habe ich zwei. wir werden gleich sehen, wer angesprochen wird. Darf ich ganz kurz ein Beispiel, Entschuldigung. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen über die Zeit. Nur ein Satz, weil ich das ganz toll fand, das hast du jetzt nämlich nicht beschrieben, Tobias Rausch, sozusagen die Dramaturgie der Pflanzen. Das hat mich total berührt. Also die Pflanzen anders betrachten als eigene Biografie, als eigene Psyche. Das wollte ich sozusagen als Positivbeispiel nochmal. Entschuldigung, dass ich das... Genau, das war dieses Langzeitprojekt in Hannover. Ne? Und er hat ja auch gesagt, man steht dann auch in Konkurrenz zu der Zeitraffererzählung des Films. Ne? Das ist natürlich auch so, Life of Plants oder so, die dann Filme in gewisser Weise zu, also Pflanzen richtig zu Akteuren machen können. Ne? Also du siehst dann eine Pflanze, als wäre sie ein Tier, wenn du nur einen entsprechenden Zeitraffer einstellst. Nun wollte ich aber doch bitten, dass, also wenn wir jetzt noch eine Frage haben können, vielleicht doch als erstes von die Frage von Twitter, wenn es denn eine gab, damit, denn wir mussten ja diese Veranstaltung irgendwann schließen. Der Raum hätte das sonst nicht mehr hergegeben und dann haben wir aber gewusst, es gibt den Livestream und wer also Interesse hat und draußen sitzt, der kann mitschauen, kann eben unter Umständen vielleicht auch seine Frage reinspielen, das soll dann auch vorkommen. Hier vorne ist unsere Twitter-Fee. Also ich, bin ich zu hören? Ja, bin zu hören. Also es gibt nicht so viel von Twitter. Felix Lemp beherrscht die Szene ziemlich weitgehend, weil die Leute sind offensichtlich doch sehr geplättet. Es gibt aber sozusagen zwei ineinander verschränkte Fragen, die genau da anschließen, wo ihr wart. Nämlich eben Felix Lemp, der fragt, an Christian angedockt, beschränkt sich die potenzielle neue Ästhetik eines Theaters, das das Klima trifft, auf diese emotionalisierenden Mittel wie Rückkehr des Helden? Und danach UFM, wo gefragt wird, wie kann das aussehen, die Natur als Akteur? Ja, also zu den Dilemmata, wie kann das aussehen, die Natur als Akteur, hat Tobias Rausch tatsächlich ein Essay bei uns geschrieben. Und er hat das eigentlich auch als ein Problemzusammenhang geschildert, aber doch vielleicht nochmal selbst. Also ich hatte mal eine Theatererfahrung, ich glaube 1997 war es, und zwar in der Volksbühne, Richard III. Und zwar war das eine sehr langsame, sehr düstere Inszenierung. Im Laufe des Abends sammelten sich auf dem Bühnenboden immer mehr Requisiten, Dreck. Alle Leichen, die gestorben waren, blieben da liegen. Es war noch nicht die Zeit, als man diese 5-6-Stunden-Abende gewohnt war. Das heißt, es fühlte sich irre wahnsinnig lang an. Und irgendwann war der letzte Satz gesprochen und man dachte, Gott sei Dank, jetzt ist vorbei, schnell raus hier. Und dann fing es an zu regnen. Und zwar richtig aus vollen Kübeln. Gefühlt 15 Minuten lang. Und das Wasser lief in Strömen die Bühne runter. Es wurde kalt im Zuschauerraum. Man spürte sozusagen diesen Feuchtigkeitshauch. Und es war ein tierischer Lärm. Und das Wasser spülte nacheinander erst diesen Dreck, dann die Requisiten und zum Schluss auch alle Leichen von der Bühne. Und so nach 10, 15 Minuten war die Bühne leer gefegt und der Regen hörte langsam auf, es tröpfelte noch so ein bisschen und zum ersten Mal, so ist es in meiner Erinnerung, wahrscheinlich war es anders, aber ich erinnere mich so, dass dann zum ersten Mal es wirklich hell wurde und dann war Black vorbei. Es war ein sensationeller Theaterabend für mich als Erfahrung und in dem Augenblick hatte ich das Gefühl, das Gewitter, das ist der Hauptakteur dieses Abends. Der hat dieses Wasser hat etwas mit mir gemacht, was keiner der Schauspieler mit mir gemacht hat. Ja? Und es ist, finde ich, oft an der Grenze, wo sind sozusagen die Theatermittel, die nur
also Effekte produzieren und wo ist es tatsächlich etwas, was mir als eigenständige Figur, was sozusagen in Dialog mit mir tritt, was sozusagen ein eigenes Antlitz hat. Es gibt ein schönes Beispiel in dem Buch von Gosch, wo er beschreibt, wie er in seiner Heimatstadt Delhi einen Tornado erlebt und diesen Rüssel des Tornados plötzlich vor sich sieht und er plötzlich das Gefühl hat, nicht, dass er den Tornado ansieht, sondern dass er von dem Tornado gesehen wird, dass der ihn anblickt. Und diese Form von, ja, Antlitzhaftigkeit von etwas, was bisher einem als Atmosphäre unsichtbar umgeben hat und plötzlich Form gewinnt, ja, Gestalt wird. Ja, danach suche ich, wie das genau funktioniert im Theater, keine Ahnung. Ja. Die zweite Frage galt dem Stellenwert der Emotionalisierung bei der Wissensaufbereitung fürs Theater. Ich glaube, das ist eigentlich immer ein wichtiger Punkt bei Ihnen, Frau Drehmeier. Der Emotionalisierung, wie das gehen könnte oder ob es notwendig ist. Das war etwas provokant formuliert, ob es das Einzige sein soll. Zurück zur Emotion. Also was ich interessant finde, dass im deutschsprachigen Raum ist meine Empfindung, dass die ZuschauerInnen immer mehr berührt werden wollen, interessanterweise. Also weg vom reinen Informationen hin zur Berührung. Und von daher glaube ich und deshalb setze ich mich da ganz stark für ein, dass WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen einfach zusammenarbeiten. Und genau dieses Wissen sozusagen mit der Emotion verbunden wird und nicht ausschließlich, sondern in der Kombination eigentlich das ist, was notwendig ist und was, glaube ich, die für mich ein wichtiger Punkt in dieser Zusammenarbeit zwischen allen ist. Also nicht ausschließlich das eine oder das andere, aber die Emotionen sollten auch angesprochen werden, weil sonst kann ich auch Artikel lesen. Warum gehe ich ins Theater? Ich möchte diese Atmosphäre, ich möchte die SchauspielerInnen, PerformerInnen direkt spüren, ich möchte die neben mir spüren, ich möchte etwas fühlen. So, und deshalb die Emotionen absolut als wichtigen Faktor eines der Elemente einer Theaterperformance. Tobias Rausch will nochmal anschließen. Ich wollte es vielleicht ergänzen, einfach durch einen anderen Begriff, Erfahrung. Ich glaube, es geht stark um Erfahrung. Ob das jetzt Emotionen sein müssen oder Informationen, finde ich eigentlich sekundär. Es geht um die Frage, wie ich etwas erfahren kann. Und ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist. Felix Meyer-Christian mit Costa Company hat ja genauso eine Theaterform entwickelt, die Erfahrung ermöglicht. Also in diesen 360-Grad-Panoramen, in dem man dann in eine Szenerie eintaucht, also zum Beispiel Empire of Oil, wo man dann plötzlich einen Drohnenflug, so eine Erdölplattform sozusagen umfliegt und man in diesem Raum drin ist. Und sozusagen durch diese Kopplung von realen Performern im Raum, dem eigenen Körper und sozusagen diesem Rundhorizont, in dem man da aufgeht und man plötzlich begreift, was für gigantische Ausmaße dieser Eingriff in unsere, ja, in die Reservoirs, wo da das Öl unten liegt und in die Meere ist. Ja? Und das ist eine Form, die jenseits noch von Wissen oder Information liegt, die aber als Erfahrung viel tiefer geht, glaube ich, und einen affiziert, emotional natürlich auch. Ich glaube, Costa Company, nach meinem Wissensstand, präsentieren sogar gleich im Anschluss in den Spaces, die dem Open Call folgten. Mag noch jemand hier das Wort ergreifen, als vielleicht doch als einzige Frage, die wir hier aus dem Saal dann noch möglich machen können, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit? Guten Abend, mein Name ist Benjamin Juppé, ich bin Cellist im Staatsorchester in Saarbrücken. Und ich habe eine Umweltschutzgruppe an unserem Haus gegründet. Und ich habe die Frage, ob wir als Theaterschaffende uns vernetzen können, dass wir selbst da anfangen, wo es wirklich konkret wird, indem wir gemeinsam als Häuser in Deutschland auf Ökostrom umsteigen, indem wir uns so vernetzen, dass wir den Wandel tatsächlich in die Umsetzung bringen. Also die Frage ist eigentlich... Vielen Dank. Und weitergehend ist meine Frage auch, ob es an den Theatern tatsächlich Umweltschutzgruppen gibt, die diese Umsetzung tatsächlich organisieren, so wie wir das in Saarbrücken angefangen haben. Das heißt, die Umsetzung beinhaltet zunächst diesen Umstieg auf Ökostrom, der ziemlich kompliziert ist. Das ist durch die Ausschreibungsverfahren
Tatsächlich ist der gesetzliche Rahmen, macht die Sache sehr kompliziert. Und der nächste Schritt, den wir jetzt anstreben, ist, dass wir unser Haus auf den Ressourcenverbrauch prüfen, um dann letztendlich CO2-neutral zu werden. Okay. Das ist genau die Form von Impuls, die wir dann damit rübernehmen wollen in die Gespräche. Aber Nathalie Driemeier ist wahrscheinlich doch die Richtige, um über diese Vernetzungsfragen noch was zu sagen. Ja, wir hatten einen Tag der Kommunikation und ganz viele Mitarbeiterinnen haben sich für diese Themen oder haben gesagt, das ist ein Thema. Und ich glaube, dass sozusagen in diesem tollen Theater-Podcast, der auch auf Nachtkritik verlinkt wurde, wird das ja auch nochmal diskutiert. Und ich glaube sozusagen, dass es auf jeden Fall die MitarbeiterInnen, wenn man das einfach einfordert, auch bestimmte Sachen möglich sind. Ich weiß mit Ökostrom, ich habe gefragt, haben wir welchen? Dann wurde gesagt, ja, aber das, ne, so, es ist natürlich schwierig. Wie will man beschreiben, dass die Stromkosten sich erhöhen? Aber es gibt Leute aus unseren Gewerken, TischlerInnen, wir haben nur Männer, die sagen, wir wollen nicht so viel Material verschwenden, die wollen jetzt einen Verteiler aufbauen innerhalb der Stadt, dass andere Leute sich die Materialien holen können, freie Gruppen, freie Künstler, Kindergärten, whatever, also dass man nicht immer sozusagen alles neu, viel mehr, viel schneller und wir haben neuen Kantine, die einfach jetzt nicht diese 10.000 Pappbecher immer benutzen, wo lange ich stark für gekämpft habe, aber gar nicht durchgekommen bin, dass solche Pappbecher Massen in so einem Theater, egal wo man es trinkt, verwendet werden. Also dass sozusagen alles Fahrgemeinschaften, dass man sich hausintern zusammentut. Wichtig finde ich aber auch, glaube ich, nochmal der größte Teil sind eigentlich sozusagen so Gebäudefragen. Also dass man sich mit der Stadt, mit dem, ob es jetzt sozusagen vermietet wurde, das Haus oder gemietet, dass man so guckt, wie Gebäude besser saniert werden können, ob Solaranlagen auf die Häuser gebaut werden können und so weiter. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen nicht jetzt rein über, wie kann man sozusagen vielleicht die Energie oder den Strom reduzieren. Es gibt da ja ganz tolle Theaterproduktionen, oder immer wieder die Idee, dass die ZuschauerInnen sich eigentlich auf Fahrräder setzen sollten und währenddessen sozusagen den Strom selbst erzeugen. Das sind schöne Ideen und auch gut. Aber für jede Produktion wird sich das sicherlich nicht machen lassen. Aber dieses, wir wollen etwas verändern, wichtig finde ich aber auch im Kontext von Festivals und so weiter. Also muss jeder Flug sein? Muss ich zweimal fliegen? Können sich Festivals europaweit vernetzen, dass bestimmte KünstlerInnen einmal fliegen, dann mit der Bahn reisen. Solche Sachen. Muss ich beim Kuratieren jedes Mal irgendwo hinfliegen? Oder frage ich einfach Leute, die auch vor Ort sind, schau mir DVDs an. Also solche Sachen im Kontext sozusagen von Festivals, das wurde auch im Theaterpodcast nochmal beschrieben, ganz schön. Wie kann man weniger von Konkurrenz hin zu Kooperationen in den einzelnen Theatern kommen? Also wie viel Produktion muss man machen? Ist das Theater vielleicht ein bisschen mehr wieder, jeder spricht von Achtsamkeit und viele machen Yoga und so. Und im Endeffekt ist das Theater doch ein Ort, an dem ich sozusagen mich selbst und meine Gesellschaft reflektieren möchte. Also weg von, ich weiß, wir haben die Themen ja auch in Potsdam, wir machen jetzt eine Produktion weniger und das muss man schon mit dem Kuratorium und mit der Stadt besprechen, weil natürlich, wenn auf einmal weniger Zuschauer kommen, weil man einfach weniger Produktion vielleicht macht, aber vielleicht kann man hin zu intensiver Auseinandersetzung mit einer Thematik in einer Produktion, Produktion länger spielen. Wir haben 6 bis 8 Wochen Rhythmus. Ich habe in der Ukraine gearbeitet. Die arbeiten ein halbes Jahr an einer Theaterproduktion. Also Theater des Rituellen hin zu einer wirklichen tiefen Auseinandersetzung, in dem ich als Zuschauerin auch die Möglichkeit habe, wirklich in diese Reflexion zu kommen, weg von diesem Konsumismus hin zu einer wirklichen Auseinandersetzung. Vielen Dank. Wir müssen jetzt leider abschließen. Der mehrfach schon zitierte Amitav Ghosh hat gesagt, die Klimakrise ist auch eine Krise der Kultur und deshalb eine der Imagination, also der Vorstellungskraft, sich etwas anders vorstellen zu können, als in einer konsumbasierten Wachstumsgesellschaft sich zu befinden. Es war von einem einstündigen Podiumsgespräch nicht mehr zu erwarten, als dass man so verschiedene kleine Vektoren andeutet, in welche Richtung da aktuell gesucht wird. Wir haben eine kurze Pause und danach schauen wir schon in konkrete Pilotprojekte rein, die aktuell arbeiten zu Klimathemen. Und ich bitte jetzt Christian Römer und Kerstin Grütmeier von der Dramaturgischen Gesellschaft hierher, die erklären nämlich den weiteren Ablauf.
Erstmal ganz herzlichen Dank als Panel. Ja, wunderbar. Applaus.